Whitney ist Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. United States began experimenting on weather modification during the Second World War. They perfected it during the Vietnam War, where they made it rain more on the Ho Chi Minh Trail. And in their own words, you can do a search online for the U.S. government wants to own the weather by 2025. Then look at Hurricane Sandy and understand this is not an accident. This is a takedown. This is using technology that has been hidden from the people yet used by the military. It is time to take off the uniform, to step out of that and step into your own lives. It's time to refuse immoral orders. It's time to understand that the bankers control it all, and they're paying governments who are paying our military men and women and using them. The military suicide rate now is higher than it is for being killed in Iraq. This is directly because of what we are forcing our people to go through. Stop obeying immoral orders. Think for yourself. If you want freedom for your grandchildren, it is time to withdraw support of governments gone wild and join us on our next marathon, November 10th. United we strike, united we win. We must dig in and defend. We must refuse immoral orders. Thank you for your time. Please spread the word like your life depended on it, because it does. Whitney's Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und ich begrüße euch hier zu unserer heutigen Sondersendung am Samstag, den 10. November 2012. Klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn heute ist der United We Strike, United We Win Radio Marathon. Und es ist klasse, dass schon so viele hier dabei sind. Und ihr wisst, ihr könnt mir hier während der ganzen Sendung also Nachrichten reinsenden unter radio@wakenews.net. Dann kann ich das auch mit reinnehmen und vorlesen, diskutieren. Oder ihr könnt natürlich auch hier den Chatraum nutzen bei wakenews.net, Wakenews Radio, so rum. Okay, da sind auch schon viele dabei. Genau, hier die ersten sind schon mal aufgestanden. Hallo Detlef, einen schönen Samstagnachmittag. Ja, für viele ist ja erst der Morgen, ne? Die fangen jetzt gerade erst an, so ganz langsam ihre Augen zu öffnen, oder? Hey, soll ich euch mal ein bisschen wach machen? Jawohl! Ja, das war mal so Hühnerschrei oder Hahnenschrei, ne? Je nachdem. Okay. Ja, übrigens wird heute auch direkt live übertragen bei OYM Radio in Irland, ne? Und auf ICRN Radio Network sowieso. Das ist der linke Player bei mir auf der Seite und natürlich bei UWS. Radio, United Recycle Radio, das ist der rechte Spieler oder Player. Und wer das erste Mal hier drin ist, sollte wissen, dass man einen davon ausschalten darf. Ja, sonst hört man doppelt. Doppelt hält besser? Naja, okay. Ja, und dann gibt es natürlich überall, sind die Player noch auf allen möglichen anderen Seiten verlinkt, kann man gar nicht alle vorlesen. Ne? Hier schreibt einer, today's a Mara or Minithon again. Ne, ein bisschen auf Englisch schon, Neudeutsch. Ja, Neudeutsches Englisch. ja, wir machen ja das immer so, dass wir auch mal was Neues probieren. Und die vergangenen Radiomarathone, die wir schon hatten, auch damals schon ein paar Jahre machen wir das schon, die waren immer außerordentlich lang, ne, weil wir jeder wollte immer auch genug Zeit haben, jeder eine Stunde, manchmal sogar zwei. Und das dann rund um den Erdball, das wurden dann bis zu 3 Tagen. Kann man sich vorstellen, dann blieben da so ein paar auf der Strecke da, ne? Und deswegen haben wir da jetzt mal was Neues probiert. Also ich habe hier meine 2 Stunden, ne?
Ich hoffe, dass das auch klappt, ne? Auf Deutsch. Und dann fangen wir an nachher auf Englisch. Immer ein halbes Stündchen jeder. Und ich habe dann auch noch so ein halbes Stündchen, wenn das alles klappt, nachher nach Abschluss hier meines Teils der Sendung. Gell? Jo, also trotzdem wird das noch schön spannend. Wir haben ein tolles Programm. Und wer sich dafür interessiert, kann das natürlich einsehen bei unitedwewin.me beispielsweise. Oder unitedwestrike.com. Da gibt's rechts auf der Seite so eine Leiste, da steht Pages, ne? Und an zweiter Stelle kommt da United We Win. Wenn man da draufklickt, kommt das Programm. Ich habe auch die entsprechenden Links, auch die Direktlinks bei mir auf der Seite auf mywakenews.wordpress.com zur heutigen Sendung gepostet. Ne? Und nachdem ich hier dann durch bin, kommt der Freeman, Bert Aaron Geren, ja, mit der Überschrift Are you a free man? Bist du ein freier Mensch? Und danach kommt dann Karin Quinn Tostado persönlich mit United We Strike, United We Win. Dann Humanity Transcending mit Shoban Siresi. Und dann Michael Badnarik, Constitution Preservation. Das ist natürlich alles dann auf Englisch. Dann kommt Michael Shaw, Agenda 21. Also Agenda 21. Dann kommt Matt Navarro mit New World Order Report. Dann kommt Gary Hendershot mit Smart Scarecrow, alternative Energien und so weiter. We Cannot Be Silent mit Phil Restino und Larry Pinkney. Und dann kommt Vicky Barker mit It's Here Now. Dann kommen, upsala, muss ich aber zwischendurch mal was trinken hier. Dann kommt der Alan und Steve von OYM Radio in Irland mit Open Your Mind. Mit ihrem Programm, dann Breaking the Chains mit Michael Castle, dann Have You Been Chipped, wurdest du auch schon, ne, gechippt, ne, mit Jesse Beltran und Lars Judgegard. Und dann kommt last but not least The Vinnie Eastwood Show mit Vinnie Eastwood aus Neuseeland. Ne? Okay, also es ist ein spannendes Programm, vor allen Dingen immer auch wichtige Informationen, die da hineinkommen, mit aktuellem Touch, ne? Touch heißt also mit aktuellem ja, Informationsgehalt. Ne? Alles kann man nicht so direkt übersetzen. Ne? Touch heißt ja eigentlich so Berührung. Ne? Aber okay, das, wir wollen ja keine Englisch-Deutsch Übersetzung machen heute. Also, klasse. Ne? Jetzt hier, ist also schon mächtig was los. Also wie gesagt, ihr könnt mir hier Fragen, Kommentare und so reinsenden. Ich habe auch schon einige, die ich dann gleich mit reinbringe in die Diskussion, weil wir wollen natürlich auch so ein bisschen über die ganzen Sachen hier reden. Und fangen wir vielleicht gleich mal an hier in Medias Res ungefähr. So heißt das ja. Muss ich jetzt nur erstmal wieder raussuchen, weil ich da hier so viele Dinge hier offen habe. sollen wir gleich gucken. Okay. Hier schreibt mir einer, kommt die Sendung richtig durch oder nicht? Jemand sagt dir, das wäre nicht so ganz, ganz deutlich. Keine Ahnung. Müsst ihr mir reinschicken, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte. Ja? Okay. Muss ich gerade mal hier beschreiben, weil das kam aus Irland. Ja? Vielleicht sitzen die da auf der Leitung. Na, schauen wir mal. Ja? Ja, was es alles so gibt, ne? Versteht man die Welt nicht mehr, oder? Ja, also ich hatte hier beispielsweise auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com schon nochmal zur heutigen kommenden Sendung einen Artikel veröffentlicht, nämlich auch zur Sendung, die wir in der Vorbereitung schon mal gemacht hatten am 6. November, Aufruf an alle friedlichen Krieger, wo wir eigentlich schon so ein bisschen über die Diskussion Diskussion gestartet hatten mit dem, um was es eigentlich geht, nämlich das war eigentlich die alle friedlichen Krieger, ne, so heißt es ja, Calling Peaceful Warriors, das ist die heutige Motto unserer Sendung. Also wir rufen alle friedlichen Krieger auf, mitzuhelfen, diesen Terror der neuen Weltordnung endlich ein Ende zu setzen. Und über was da geht, werden wir im Laufe der Sendung natürlich auch sprechen. Und da bekam ich ja so eine interessante Anfrage in der Kommentarsektion. Ja, also gibt es ja eine Menge, da kann ja auch jeder was reinschreiben. Da kam also jetzt von einer interessierten
Studiererin dieser Information, ne, folgende Kommentar. Hallo. Bei eurer ganzen Diskussion und Aufklärungsarbeit fehlt mir, dass ihr niemals sagt, wer genau die DIMMs sind. Ne, für diejenigen, die das nicht wissen, wer das ist. DIMMs ist für mich die Abkürzung aus dem Englischen, heißt es Dominant Insane Minority, übersetzt dominante irrsinnige Minorität. Und da geht's weiter in dem Kommentar. Hinter jedem halbwegs Prominenten laufen die Paparazzi hinterher und lichten jeden Quadratzentimeter Haut ab. Aber gerade bei den Typen, die meinen, unser aller Leben bestimmen zu können, bekommt man keinerlei Infos. Also, anstatt nur über sie zu reden, nennt endlich mal Namen. Wer sind diese Dems? Wo wohnen sie? Was machen sie so den ganzen Tag? Die Dems können uns dominieren, weil sie zu reich sind und im Hintergrund agieren. Wenn wir ihnen schon nicht ihren gefährlichen Reichtum wegnehmen können, dann lasst uns sie wenigstens ins Licht der Öffentlichkeit zerren, damit alle sehen, mit wem wir es zu tun haben. Ja? Und, ja. Das ist, denke ich schon mal, ja, eine ganz gute Frage. Ne? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns immer selber so ein bisschen stellen, oder? Denn wir müssen, ja, ja, auch so ein bisschen daran arbeiten, dass diese Informationen publik werden. Und zugegebenerweise, ja gut, ich meine, wie viele hunderte Stunden Sendung habe ich schon gemacht, ne? Ich kriege sie gar nicht mehr alle zusammen, ne? So viel war das. Und das meiste wurde ja auch hochgeladen von mir, bis es dann hier am 22.05.2012 hier erstmal Stopp war, weil man mir hier meine Hochlademöglichkeiten hier eingeschränkt hat. Ja, weil man mir alles weggenommen hat. Aber da habe ich schon häufiger darüber diskutiert. Na, wer weiß, vielleicht gab es oder gibt es ein Wunder da auch noch. Schauen wir mal. Jedenfalls haben wir eigentlich in vielen, vielen Sendungen das schon mal angerissen und hier und da die Leutchen auch schon mal genannt. Ja, vielleicht nicht so in absoluter Breite jeden Einzelnen da vorgelegt, aber ich muss ja sagen, ich bin ja auch nicht derjenige, der alles allein recherchiert, sondern ich bin jemand, der sich als Medium versteht, die Dinge, die da sind, aufzuarbeiten und zu verbreiten und zu erläutern, zu kommentieren vor allen Dingen oder zu übersetzen, wenn man möchte. Vieles ist natürlich auf Englisch da und da haben wir so eine ganze Menge über diese Leutchen schon gesprochen. Es ist natürlich so, dass wir das nicht alles 100% wissen können, denn wenn wir das alles wüssten, wäre der Spuk ja möglicherweise auch schon längst vorbei. Der Spuk ist ja immer noch am Gange, das ist noch nicht zu Ende. Und deswegen hatte ich folgende Antwort dort geschrieben, in dem Blog, myweakness.wordpress.com. Hallo, danke für die Frage, das ist absolut gerechtfertigt. Bislang sind wir in meiner Sendung nicht auf jede einzelne Familie, deren Zusammenhänge und Geheimnisse eingegangen. Es ist selbstverständlich auch nicht leicht, etwas, was seit langer Zeit im Verborgenen gewesen ist, umfassend und absolut korrekt wiederzugeben, da ja auch in der Wahrheitssuche Bewegung viele arbeiten und wirken, Dinge sich entwickeln und eine absolute Wahrheit bislang nicht aufgefunden werden konnte. Aber ich füge hier einmal einige Links zu weiteren Informationen hinzu und werde darüber auch kurz in der heutigen United We Strike Radiomarathon-Sendung am 10.11.2012 ab 15 Uhr sprechen. Ja, da bin ich jetzt dabei. Da geschätzt wird, dass die entscheidenden Kräfte etwa 5.000 bis 6.000 Wesen sein sollen, können wir nicht alle kennen, aber wir kommen dem Geheimnis immer mehr auf den Grund. Auch gibt es die für uns in der dritten Dimension befindlichen, schwierig zu erfassende Verbindungen in andere Dimensionen. Auch darüber haben wir ja schon in unseren Sendungen häufiger mal diskutiert und ich bin da nicht der Einzige, sondern ich kratze die Sachen auch in der Regel nur an. Wenn man sich richtig tief mit der Materie beschäftigt, dann gibt es eigentlich ein riesiges Kaninchenloch. Also normalerweise sind die Kaninchenlöcher relativ klein. Ne? Man denkt, ach, naja, so ein kleines Löchlein. Ne?
Aber wie schon Alice im Wunderland, ne, wenn man da rein kriecht, kann es sein, dass das Ding eben endlos lang und groß ist und immer größer und immer weiter und immer tiefer wird. Und so ist es hier ja auch mit der Wahrheit. Man kratzt immer ein bisschen an der Oberfläche und kommt dort zu Ungeheuerlichkeiten, die man fast schon gar nicht glauben mag. Das ist ja eben in unserer sogenannten Aufweckungsaufgabe auch das Schwierige, dass man es gleich zu Anfang mit enormen Ungeheuerlichkeiten zu tun hat. Nämlich allein schon der Gedanke für jemanden, dass es andere Menschen geben soll, die einen vernichten wollen, und das auch noch welche seien, die in der Verantwortung für einen selbst stecken, ob das jetzt Regierungen sind oder was auch immer, oder Konzerne, ne, Firmen, die einem Produkte liefern, die eigentlich ja was Gutes für einen darstellen sollen, dann ist das schon ein bisschen schockierend, ne, oder? Könntet ihr auch vielleicht dem so zustimmen? Und deswegen ist dies ja immer dieser relativ schwierige Punkt, Einstiegspunkt zu wählen. Aber das ist unsere Aufgabe. Nicht? Deswegen machen wir auch diese Sendungen. Deswegen engagiere ich mich auch so in meiner Sendung, Wake News Radio, oder in meinen Blogs und Webseiten, was weiß ich, damit irgendwo den richtigen Punkt zu finden, das richtige Thema, die richtige Grundlage zu finden, andere aufzuwecken, damit die in jedem Menschen vorhandenen Ressourcen erweckt werden, nämlich das eigene Bewusstsein zu stimulieren, aufzuwecken, also sich aufzuwecken quasi und sich nicht in Trance zu bewegen zu all den Dingen, die hier geschaffen wurden, künstlich geschaffen wurden, um uns eben von der Wahrheit fernzuhalten oder eben von dem Aufwecken fernzuhalten, dem Erlangen von Bewusstsein. Und das ist eben die schwierige Aufgabe, ist ja keine einfache. Wenn es einfach wäre, dann hätte ich gar nicht so viel Mühe. Dann hätte ich vielleicht schon rucki-zucki eine Menge Leutchen aufwecken können. Und das ist eben der Punkt. Jetzt hatte ich da in diesem Artikel einige Links angebracht, über die ich kurz sprechen möchte, weil allein wenn ich nur über einen dieser Links intensiver sprechen wollte, dann wäre das schon ein Marathon für sich selbst. Ja, das geht natürlich nicht. Aber jeder ist aufgefordert und jeder ist dazu bitte auch angehalten, sich mit dieser Materie zu beschäftigen. Die Problematik ist, dass häufig diese ganzen Sachen eben nicht auf Deutsch verfügbar sind, oder eben in anderen Sprachen, Spanisch und Französisch und so. Da muss man erst suchen. Man muss erst danach suchen oder man muss es sich antun, entweder das auf Englisch zu verstehen oder dass es irgendeiner übersetzt. Ich kann das auch nicht alles übersetzen. Ich kann Zusammenfassungen bringen von dem einen oder anderen und ich will auch über ein Dokument heute kurz sprechen. Das will ich so quer gelesen mit euch durchgehen. Das liegt hier, habe ich jetzt gerade hier schon bei mir auf. Hatte das hier umgewandelt in eine Form, wo ich das hier besser vorlesen kann. Ist aber alles auf Englisch. Sind 3 Seiten Englisch. Und die will ich auch nicht komplett übersetzen hier online, weil das habe ich auch vorher nicht übersetzt. Also wenn man das genau wortwörtlich übersetzt, dann brauchst du da allein schon ein paar Stunden dafür. Aber so stichworthalber möchte ich das gerne mit euch durchgehen. Denn ich halte es schon für auch für wichtig, dass jeder so ein bisschen einen Überblick bekommt, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, mit den DIMMs, um eben auch zu erkennen, dass es eben nicht ganz so einfach ist wie die Frage, ja Mensch, alle möglichen Leutchen kannst du nach aufspüren und da weiß man, wer das ist, dann ein bisschen Paparazzi, die machen Fotos rauf und runter. Es gibt ja sogar Fotos und solche Aufnahmen eben von Prominenten, die es auch nicht gerne haben, wenn man hinter ihnen herstiefelt. Und ich rede nicht von Hollywood-Schönheiten oder sonst irgendwie, sondern schon auch von der Machtelite, ob das Bilderberger sind. Allein schon Bilderberger-Leutchen aufzunehmen und zu fotografieren und das nur außerhalb, nicht innerhalb in ihren Meetings, wo sie also stecken und ihre Geschichtchen ausbrüten, die sie uns antun wollen. Ist ja schon schwierig genug, weil das sind unglaubliche Hürden. Ja, erstmal muss man dann dahin reisen und
Und das ist also sehr viel Aufwand und dann ist das alles abgeschirmt, das ist alles geheim und dies und jenes und die Polizei und Sicherheitskräfte stellen sich ja gegen eine Aufdeckung oder eine Öffentlichkeitsdarstellung eben solcher geheimen Meetings, weil sie ja eben geheim bleiben sollen. Aber natürlich gibt's dann hier so Prinz Harry, der dann irgendwo in Las Vegas fotografiert wird mit der Hose unten und so, ja. Okay, wie solche Fotos zustande kommen, kann man natürlich spekulieren. Aber das sagt ja auch nichts darüber aus, was diese Person denkt oder was sie tut oder wie sie handelt oder was innerhalb von Mauern mit anderen besprochen wird. Ja, ich zeige nur irgendwie die Person bei irgendeiner Aktion oder hier irgendwelche Prinzessinnen oder was werden dann fotografiert, wenn sie oben ohne irgendwo in ihrem eigentlich vermeintlich sicheren eigenen Garten liegen, um sich mal zu sonnen, genau wie andere Menschen das auch tun. Und das ist dann aber ein Skandal. Das ist aber doch nicht der Skandal. Der Skandal findet ja eben statt in geschlossenen Räumlichkeiten, im Geheimen. Warum gibt es denn die ganzen Geheimverbände? Warum gibt es denn die ganzen Geheimbünde, ob das Freimaurer sind oder wer auch immer? Es gibt ja so hunderttausende verschiedene solche geheimen Verbindungen, von denen wir vielleicht sogar gar nicht mal unbedingt alle was wissen, die möglicherweise aber natürlich vernetzt sind und miteinander zusammenarbeiten, gar keine Frage. Das ist also auch für mich schwierig, eine klare, kleine Antwort in anderthalb Sätzen zu geben. Ich versuche zwar mal die Dinge zusammenzufassen. Nee, da muss man, wenn man das wissen will, wer da alles im Einzelnen dahinter steckt, sich schon ein bisschen tiefer da hineinbegeben. Und das habe ich natürlich auch vor, mit euch kurz mal zu machen. Zumindest mal, was die offenkundigen Informationen sind zu den Leuten, die bekannt sind als diejenigen, also Familien, die also wirklich da aktiv sind. Und da gibt es also als erstes mal eine Seite, thewatcherfiles.com, unter dem Begriff Bloodlines, was nichts anderes heißt als Blutlinien. Und hier gibt es eine recht interessante Übersicht, ja. Nur die will ich eigentlich mal mit euch durchgehen, weil jede einzelne Blutlinie oder jede einzelne Familie, die dort aufgeführt ist, ja, kann ich auch nicht sagen, ob es das wirklich ist, ob das vollständig ist oder ob das vielleicht auch noch andere mögliche Verknüpfungen oder etwas Unbekanntes gibt. Kann man auch nicht sagen. Weil wenn wir das wüssten, ja, dann wären wir ja schon 5 Schritte weiter, als wir heute stehen. Wir fangen ja erst an, überhaupt zu verstehen. Ich meine, der eine oder andere ist natürlich weiter, weil er sich auch intensiver mit den Dingen beschäftigt. Aber ich rede jetzt mal von uns Normalen, ja, die also im Tagesgeschäft hier leben und überleben müssen. Und wir haben natürlich nur die Möglichkeit, die Sache anzukratzen. Aber natürlich ist jeder aufgefordert, das nachzurecherchieren. So, und auf dieser Seite gibt es die Überschrift die satanischen Blutlinien. Das ist jetzt schon die Übersetzung, ne? Satanic Bloodlines. Und da werden also links mit so Buttons die ganzen Familien aufgeführt. Ja, und da fangen wir mal einfach mal an mit dieser Auflistung dieser Blutlinien, die dort bereits erfasst sind. Das ist einmal die Astor-Blutlinie. Also Astor ist der Familienname. Dann kommt die Bundy-Blutlinie. Das wird geschrieben B-U-N-D-Y. Dann kommt die Collins, the Collins Bloodline. Das ist die Collins-Familie. Dann die Dupont-Familie. The Freeman-Blutlinie. The Kennedy-Blutlinie. The Lee Bloodline, also L-E, die Onassis Bloodline, also die Onassis Familie, die Reynolds Familie, die Rockefeller Familie, die Rothschild Familie, die Russell Familie und die Van Dyn Bloodline oder Van Dyn Bloodline. Und dann gibt es noch den Link zu den europäischen königlichen Familien.
Das sind die Merowinger. Und außerdem werden noch hinzugefügt die inzwischen mit diesen anderen Familien auch verbundenen anderen Familien. Ja, das ist eben die sind natürlich alle irgendwie dann auch miteinander verbandelt, weil ja eine ganz wesentliche Voraussetzung ihrer Macht ist eben die Blutlinie. Und deswegen wird auch immer von Blutlinien gesprochen. Nicht zu verwässern, sondern immer untereinander zu bleiben, um auch das Wissen zusammenzuhalten. Da gibt es dann eben die Disney-Blutlinie, die Krupp-Blutlinie und die McDonald-Blutlinie. So, und zu jeder einzelnen dieser Familien gibt es also eine umfangreiche Information mit Vorwort. Und das würde ja natürlich auch hier die Möglichkeit sprengen, für mich hier das innerhalb so einer kurzen Sendung hier, die ich habe, 2 Stunden ist nicht viel, zu erläutern. Aber jeder, der interessiert ist daran, kann sich damit beschäftigen und kann auch versuchen, da ein bisschen mehr darüber herauszufinden. Nun müsste einem ja klar sein, wenn wir von 5.000 bis 6.000 Leutchen sprechen, die also ja irgendwie da eine Rolle spielen. Da ist das ja, wenn man sich das jetzt aus Management bezogenen Gesichtspunkten überlegt, eine ganze Menge. Ne? Und da kann man dann sagen, ja okay, 5.000, aber die haben nicht alle gleich das gleiche Sagen oder so. Ne? Oder das sind nicht alles gleichwertig Stehende, weil wir immer pyramidal denken in unserer Machtstruktur. Ja, weil alles ist ja immer irgendwie pyramidal aufgebaut. Es gibt immer irgendwo einen, der noch ganz oben drauf sitzt, ne? Ja, vermeintlich. Ne? Aber wir wissen ja schon, dass es beispielsweise bei den Regierungen in den USA oder so, obwohl es dort einen Präsidenten gibt, gar nicht der Präsident ist, der etwas zu sagen hat, sondern irgendwelche anderen Mächte dort Einfluss nehmen. Da könnt ihr sicher sein davon. Und ich weiß nicht, ob ihr da euch auch daran erinnert, dass zum Beispiel der Obama bei verschiedenen Auslandsregierungsbesuchen sich vor einigen Herrschaften tief verbeugte, ja, wo dann alle also darüber geschrieben haben, gesagt haben, ob das ist aber merkwürdig, ne? Wie kann sich einer, der mächtigste Mensch auf der Erde, vor anderen irgendwelchen Leutchen da verneigen? Das zeigt eben, dass eben dieser Obama überhaupt keine Macht hat, in dem Sinne, oder keinen Einfluss auf die Weltgeschichte, sondern nur einfach eine ausführende Puppe ist, also eine Sprachpuppe, ne, die man benutzt, um die Menschen, die also davon abhängig sind, in die Irre zu führen. Ne, weil die meisten denken, der wäre so wichtig und der würde ihr Leben verbessern oder wie auch immer, weil er das natürlich auch sagt und verspricht. Und vielleicht auch hier und da tut, ne? In Handys verschenkt, ne? Okay. Also das ist hier, denke ich mal, so ein ganz wichtiger Punkt, den wir wissen müssen. Das heißt, diese 13 Familien, und das lässt sich eigentlich auch noch zurückführen auf biblische Geschichten, wo auch von 13 Blutlinien gesprochen wird. Viele verwechseln das mit, dass nur das Judentum würde die Welt beherrschen und so. Solche Kommentare lese ich auch manchmal, das ist mit Sicherheit nicht richtig, weil auch hier ja ganz andere Einflüsse noch eine Rolle spielen. Das eine schließt natürlich das andere nicht aus, dass es auch ganz viele Menschen jüdischen Glaubens geben kann, die also Macht und Einfluss haben, aber wenn auch Chinesen und Saudi-Arabier und so und was weiß ich Einfluss haben, dann kann man mit Sicherheit sagen, dass das nicht ausschließt von Juden oder Menschen jüdischen Glaubens dominiert wird. Also das ist sicherlich viel zu kurzsichtig und bietet nur einen Teilaspekt eben von Informationen. Deswegen will ich da auch gleich mal so einen allgemeinen Kommentar dazu abgeben. Es hängt nicht damit zusammen, dass ich nicht auch andere Verschwörungen erkennen könnte. Aber für mich geht es ja darum, einfach mal zu entdecken, wer sind die Dims eigentlich? Wer sind diese Mächte, die uns im Hintergrund lenken und leiten? Und ich denke, da haben wir schon einen ganz guten Ansatzpunkt, wenn man sich mal allein mit diesen aufgezählten Familiennamen beschäftigt. Und das sind ja alles nur Namen,
Man kann sich vorstellen, dass diese Familien nicht nur 5.000 sind in der Anzahl, sondern dass das weit verzweigt ist und auch Verbindungen dort gibt. Es gibt auch teilweise Namenswechsel. Ich denke mal nur an die Rothschild. Rothschild ist ja ein künstlich kreierter Name, der eigentlich nichts mit den Ursprüngen dieser Familie zu tun hat, die eigentlich aus Meyer, Amschel oder Bauer auch entstanden sein sollen. Es gibt so vielfältige Beispiele dafür, dass eben einfach Namen geändert werden, um auch die Herkunft zu verschleiern und so weiter. Und das ist ist immer so die Frage, ne? Was da so alles auch noch eine Rolle spielt. Und gerade eben, wenn man auf der Flucht ist, nicht? Und da kommen wir dann wieder auf die kasarische Geschichte zu sprechen, auch darüber könnte man ja unglaublich lange sprechen, aber eben auch diesen Link habe ich dazu gebracht in diesem Kommentar. Kasaria, the myth of antisemitism exposed at last, das ist zum Beispiel bei reformation.org Kasaria zu finden, alles natürlich leider auf Englisch, wo eben also nochmal versucht wird zu erläutern, was es mit dem kasarischen Reich auf sich hat, das ja so quasi zwischen Russland und Türkei und so weiter etwa gelegen hat, wo es also eine Gruppierung gab, die unter Druck stand zwischen den beiden großen Religionen, den Islam und dem Christentum, und die irgendwie dadurch in Bedrängnis geraten sind, weil der damalige Herrscher dieses kasarischen Reiches eigentlich aufgefordert wurde, entweder der einen oder anderen Religion oder beizutreten mit dem ganzen Volk, da er sonst eben vernichtet werden könnte, und die vorher eben eher einen paganischen Religion, eine paganischen Religion, also einer, ja, also Heiden aus Sicht der Christen gewesen sind, und die also dann ein bisschen in Not geraten sind, weil wenn sie sich der einen oder anderen Religion hätten anschließen müssen, dann hätte es in jedem Fall auch eine Auseinandersetzung gegeben, denn zu der Zeit, als diese Entscheidung kam, das war glaube ich im ersten Jahrtausend nach Christi Geburt, dann hätte es auf jeden Fall Krieg und Auseinandersetzung, Zerstörung und Vernichtung vielleicht gegeben. Also haben sie sich damals dann überlegt, was sie taten oder was sie tun können, und da hat der König seiner Zeit, also ich fasse das nur so ein bisschen zusammen hier, die Geschichte kann man dann nochmal genau nachlesen, ist es dann eben so weit gewesen, dass der, also sich hat alle Weltreligionsführer, soweit das möglich war, hat kommen lassen, dieser Herrscher von Kasarien, und dann, nachdem er sich alle angehört hat, hat dann sich für das Judentum entschieden, weil diejenigen eben diejenigen waren, die ja nicht überall geduldet und sich aufgehalten haben, auch das auserwählte Volk waren. Ja, und da hat er gedacht, naja, wenn ich mich da schon festlegen muss, dann nehmen wir das. Und das ist dann im Prinzip der Beginn eben der kasarischen Expansion in der ganzen Welt bedeutet hat. Und man findet ja ganz viele kasarischstämmige jüdische Menschen überall auf der Welt. Zwischen auch in Top, ich meine, das sind ja über Generationen, ne? Überall dann auch in Top-Positionen, auch in Israel sind ganz viele der regierenden, mächtigen kasarischen Ursprungs. Und das wird eben übrigens auch festgehalten im Namensstamm derjenigen. Das wird hier nicht verborgen gehalten oder so, so im Gegenteil. Und da steht dann Ashkenazi, das ist so ein Begriff, der dort dann zu finden ist irgendwie. Okay, ich will das ja auch nicht breitreden. Ich wollte nur einfach nochmal darauf eingehen, dass eben alle solche Dinge auch eine Rolle spielen. Das ist also ein sehr komplexes Thema. Es ist nicht so ganz einfach, dass man hier, was weiß ich, durch Hollywood kennt man 10, 20 wichtige Leutchen, die filmt man und dann hat man sie. So einfach ist es eben nicht. Denn diese ganzen Familien und deren Strukturen werden ja im Wesentlichen geheim gehalten, nicht? Also die wenigsten kennen zum Beispiel Onassis, okay, das kennt man vielleicht noch, aber und Rothschild und Rockefeller, über die sprechen wir ja auch, aber die von denen oder von deinen Blutlinie, wer hat davon schon mal gehört? Ne? Oder die Collins Blutlinie, das ist eher alles amerikanisch. In Amerika ist das vielleicht ein Begriff, aber hier in Europa kennt die kein Mensch. Ne?
und so weiter. Also wie auch immer wir das jetzt hier diskutieren, und ich weiß auch nicht, ob das, was dort auftaucht, wirklich vollständig ist, dazu müsste ich das selber auch im Einzelnen durcharbeiten. Und wie soll ich es beurteilen? Ich kann das ja auch nicht sagen. Ich weiß es nur, dass es eine Gruppe von eben Mächtigen im Hintergrund gibt, die eben entscheiden, wo es lang geht. Und die machen das auch nicht alle, wie soll ich sagen, offensichtlich. Ne? Da steht nicht dann mit einmal ein Herr Rockefeller da vorne und gibt ein Interview und sagt, so, ich habe jetzt hier dem Obama gesagt, wo es lang geht. Das muss man versuchen herauszufinden. Und diese Leute haben ja ihre Institutionen, ihre Firmen, ihre Einflüsse, durch die sie das machen. Eben, das ist ja geschickt getarnt, vernetzt. Und das ist nicht gerade eben ein paar Jahre alt, sondern das ist schon Jahrtausende Jahre alt, diese ganze Geschichte. Da hat sich also aufgebaut und ist seit langer Zeit vorbereitet und geplant. Das muss man überhaupt erstmal begreifen und kapieren, ja, oder? Und das ist nicht so ganz einfach natürlich. Ja, und deswegen wollte ich das zumindest mal erwähnen, weil diese Frage immer wieder auftaucht. Und ich kann euch eben auch nicht die endgültige, einfache Antwort geben, sondern kann nur auffordern dazu, eben selber zu recherchieren. Und das ist da möglich. Eben, ich habe ein paar Links da reingesetzt und habe da wahrscheinlich auch noch nicht mal alles aufgeführt, aber es gibt auch so ein kleines Video. Immer in dem Video, da wird berichtet eben über die sogenannte, eine sogenannte Offenbarung eines, ja, Whistleblowers, also jemand, ein Insider, der aus dem Illuminati-Kreis, Illuminati ist ja ein Begriff, eben derjenigen, die luziferische Anhänger sind, also Luzifer anbeten und die also quasi erleuchtet sind. Das heißt das ja übersetzt, und die das Wissen haben, dass sie vor uns geheim halten seit langer Zeit und nicht wollen, dass wir das erfahren. Denn wenn wir das erfahren würden, wären wir vielleicht in der Lage, uns aus dieser Matrix, aus dieser Umklammerung, dieser Versklavung durch diese eben DIMMs zu lösen. Und das ist ja so ein bisschen auch die Aufgabe, die wir haben, das zu tun. Aber wenn du dann die Sachen da vorliest, ja, die in dieser angeblichen Veröffentlichung dieses Insiders, das irgendwann vor ein paar Jahren mal jemand zugespielt bekam. Wenn man das liest, dann denkt man, hoppla, ja, aber so ist es ja eigentlich. Ne? Das ist das, was jetzt im Moment stattfindet. Und deswegen wurde da auch schon mal, der Ed Griffin hat da zum Beispiel auch mal einen Kommentar zu dieser Veröffentlichung da rausgegeben, dass man, also das ist genauso wie die Protokolle, die ja auch darum geistern, schon seit mehreren Jahrzehnten, die Protokolle der Weisen Zions, wo man also die Authentizität leider eben nicht nachweisen kann, wobei natürlich da viele Dinge drinstehen, die durchaus Hinweise geben auf das, was heute wirklich stattfindet. Es kann natürlich sein, dass das dann eben jemand geschrieben hat, der dann also die Sachen eigentlich erkannt hat und eigentlich darauf hinweisen will. Gerade hier bei diesem geheimen oder Secret Covenant of the Illuminati, oder übersetzt heißt das die geheime Versammlung der Illuminati, wo also quasi beschlossen wurde oder festgehalten wurde, schriftlich festgehalten wurde, was die Pläne dieser Illuminati sind mit uns, ne, mit uns Unwissenden. Dass das natürlich so formuliert ist, dass man eigentlich sagen kann, und das ist die Meinung von Ed Griffin, dass er sagt, also Leutchen, das ist zu plump. Wenn, dann hätten sie das nicht so geschrieben, sondern hätten sie das geschrieben und immer begründet, weshalb das gut für die Menschheit ist oder gut für die Erde ist oder so, und hätten das also wesentlich anders geschrieben, und das kann man sicher nachvollziehen. Hier scheint es eher eine Veröffentlichung zu sein von jemandem, der also erkannt hat, was läuft, und das einfach in Worte gefasst hat und jetzt eben den Illuminati, den sogenannten Vermeintlichen, in den Mund gelegt haben könnte. Ich weiß es natürlich auch nicht, ob das authentisch ist oder nicht. Ich sage nur, wie die Ansichten von Leuten sind, die sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt haben. Ja, und ich will das auch nicht übersetzen, weil man findet das in diesem Video, was ich da auch reingepostet habe in den Kommentar, wo jemand das, also natürlich leider auf Englisch, eben erläutert und vorliest.
Da geht es im Prinzip genau um das, was wir erleben, was wir eigentlich auch in jeder, eigentlich in jeder Sendung bei Wake News besprechen. Und andere sprechen natürlich auch darüber, dass also alles das, was wir erleben, ob das jetzt die Vergiftung von Lebensmitteln, vom Wasser, von der Luft, von was weiß ich ist, ob es die Genmanipulation ist, ob es eine einfache Sache wie zum Beispiel die Zahnmedizin ist, wo man uns da Fluor verabreicht, also Gift, und Füllungen macht mit Metallen, Schwermetallen, die also Blei, ne, und was weiß ich, was es alles früher gegeben hat, Amalgam und so, dass das also auch zur Vergiftung beiträgt und so weiter und so weiter, dass man die Fortpflanzung behindert, das durch eben Gifte oder Beeinflussung von unseren Funktionen, durch Medizin, eben durch alle möglichen Dinge, Verpackungsmaterial, das haben wir auch schon, da reden wir ja die ganze Zeit drüber, oder Chemtrails, ja, das wissen wir ja auch, was da läuft. All diese Dinge oder Frequenzstrahlung, wo man versucht, uns auf tiefere Frequenzen zu bringen, damit eben wir nicht in der Lage sind, dieses Bewusstsein zu erlangen, was notwendig ist, um eben dieser Tyrannei entgegenzustehen. Alles das steht da eben in dieser Veröffentlichung drin, will man eben tun, dass die Leute eben nicht aufwachen und sich eben nicht gegen die Illuminati wenden können, wenn die einmal erkennen, dass die verantwortlich sind dafür und dass die Informationen, die zurückgehalten werden, uns eigentlich dazu helfen könnten, weiterzuentwickeln in einer Art und Weise, wie es derzeit für viele vollkommen unverständlich ist. Und da steht dann auch zum Beispiel drin, dass die dann also die ganze Technologie beherrschen wollen und uns nicht zur Verfügung stellen und dass sie die Regierung und unterwandern wollen und dass man also die sich gegenseitig bekämpfenden Gruppierungen unterstützt, also rechts und links und was weiß ich und schwarz und weiß, dass die sich also bekämpfen, noch damit zu tun haben, sich selbst zu ruinieren, dann haben sie also weniger selber Arbeit. Und dass sie eben Angst einsetzen als Waffe gegen die Menschheit, ja, und dass sie immer auf beiden Seiten stehen, das ist ja zum Beispiel die Doktrin auch von den Rothschilds, die sagen, sie unterstützen immer alle Seiten, und dass sie alles immer im Geheimen behalten möchten und nichts davon nach außen treten kann, das kann man ja sehen, Bilderberger Meetings, wir wissen ja nicht wirklich, was innen drin besprochen wird, nur manchmal kommen da so ein paar Informationen raus. Inzwischen wissen wir, wer Teilnehmer ist und so. Und also wir decken schon vieles auf inzwischen. Viele der Leute sind jetzt natürlich auch, haben Angst, ne, dass das alles aufgedeckt wird. Dann, dass sie dann festgelegt haben, dass niemals die Blutlinien verwässert werden sollen und immer nur innerhalb der eigenen Blutlinie sich bewegt werden soll und so weiter. Also das sind alles die Dinge, die wir eigentlich alle kennen, die wir eigentlich alle irgendwie auch immer mal besprechen. Und dass sie dann also durch die Verschuldung, durch das Schuldgeldprinzip alle in Abhängigkeit bringen wollen. Und das können wir ja heute ganz explizit jeden Tag erleben. Wir gehen auch gleich mal in praktische Beispiele rein, auch von Zusendungen, die ich hier bekommen habe, wo also einiges hier passiert. Was dem absolut entspricht. Und eben die Leute auch ins Gefängnis zu bringen, quasi in absolute Sklaverei, denn in den Gefängnissen müssen die ja auch dann arbeiten für nichts. Und ja, so zum Beispiel muss man sich bloß mal angucken, was da in den USA los ist. Da kommen wir gleich nochmal darauf. Das ist das Land, wo die meisten inhaftiert sind und die müssen dort kostenlos schuften oder für einen absoluten Mini-Preis Produktion machen, ne? Ja, und dass sie natürlich dann die Medien kontrollieren wollen und so steht da drin und das stimmt ja auch, nicht? Alle die großen Massen- oder Matrix-Medien sind ja in der Hand nur einiger weniger. Das ist so, ja. Und dass sie dann alle entwaffnen wollen und dass sie das Gewaltmonopol für sich reservieren wollen und so weiter. Und dass sie diejenigen, die also das System für sie steuern, dann rekrutieren, dass sie das machen in den Universitäten, dass dort die Leute herausgefiltert werden und nur diejenigen, die fleißig alles das aufnehmen, was indoktriniert wird, die haben die Chance weiterzukommen, die anderen alle nicht, die Freidenker
und Oppositionellen sozusagen werden dann mehr oder weniger rausgeboxt. Also das sind alles natürlich Dinge, die sind so plausibel und so nachvollziehbar aus der heutigen Sicht, dass man fast denken könnte, das ist authentisch, ne, dieses Schreiben. Aber es könnte eben auch einfach jemand geschrieben haben, der einfach die Situation jetzt heute beschreibt und festsetzt und das denen quasi in den Mund legt. Deswegen, ob das Schreiben und ob diese Veröffentlichung authentisch ist, ist daher in Frage zu stellen. Dennoch muss uns klar sein, dass eben so ein ähnliches Programm tatsächlich abläuft und dass es vielleicht wirklich solche Treffen oder solche Abstimmungen gegeben hat oder ständig gibt. Wir wissen ja auch, dass es da verschiedene Vereinigungen, Verbände, ob das CFR ist, beispielsweise in den USA oder Council on Foreign Relations oder die Trilaterale Kommission, oder die Bilderberger und so weiter und noch viele andere. Ja, und eben da steht dann auch drin, wenn die eben einmal rausfinden, dass sie uns, also den Illuminati, absolut gleich sind, dass wir also genau dieselben Möglichkeiten haben wie eben diese, die uns beherrschen, dann ist es mit uns vorbei. Und wenn sie dann die Wahrheit rausfinden, dann werden wir nirgendwo Schutz finden, dann wird man uns verfolgen. Und dann wird das Ende von uns da sein. Ja. Also das ist das, was ich da so ein bisschen zusammengefasst habe aus diesen drei eng beschriebenen englischen Seiten. Ja. Okay, also das kann jeder mal nachlesen. Steht da alles. Sind also ein paar Links da aufgeführt. Ja, ich denke mal, dass ich damit hoffentlich hier diese Frage mal so versucht habe, ein bisschen zu beantworten. Und auch für die anderen ist das ja wichtig. Viele wissen natürlich schon Bescheid und ich wollte jetzt hier nicht irgendwie da so, wie soll ich sagen, viele, die Bescheid wissen, für die ist das langweilig, aber andere, für die ist das neu und bringt sie vielleicht auf die Idee, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen und zu realisieren, dass das, was wir sagen hier in den Sendungen mit den Dimmens, Dominanten, Irrsinnigen, Minoritäten, nicht einfach so dahergesprochen ist, sondern dass das alles irgendwo auch nachzuweisen ist. Und diese Spuren habe ich jetzt hier gelegt. Ne? Hier kommt gerade was rein, schwer für Neueinsteiger. Hi Detlef, wenn wir Alten, Aufgeweckten alles von Anfang neu kauen müssen, dann kommt das Neue zu kurz. Wenn die neuen Steiger sich schlau machen wollen, weise sie auf dein Archiv. Danke. Klar. Aber dennoch, man muss es einfach mal aussprechen. Ja. Dann kommt hier noch was. Hallo Detlef, hab in einem Beitrag mit Professor Michael Voigt gehört, dass die DIMMs auch den 21.12.2012 dazu nutzen, uns mit ihrem Projekt Bluebeam Zeichen am Himmel projektieren könnten, weil viele Aufgewachten auf diesem Datum mit gewissen Katastrophen oder ähnlichen Dingen rechnen. Deshalb könnten diese unmenschlichen Typen uns da etwas vorgaukeln und das zu irgendwelchen Schweinereien nutzen. Danke für deine tolle Sendung. Klar. Gerne. Ne? Ja, und was es da auf sich hat mit dieser ganzen Tyrannei, das erfahren wir jeden Tag und da kann ich gerne auch mal so ein bisschen darauf eingehen, ja, denn so ein bisschen aktuelles mache ich auch mal dazu, oder? Keine Frage. Ja, und jeder wird es irgendwie gemerkt haben, die Schlinge zieht sich immer weiter zu, das heißt, sie wollen uns in ihre Schuldenfalle hineinbringen und dann auch massiv kontrollieren. Und dazu gab es hier beispielsweise auch eine Veröffentlichung bei Corp Online von einem Verfasser namens Michael Bröckner, Vorsicht Fiskus, die neuen Methoden der Steuerbehörden. Ne? Der oberste deutsche Finanzrichter schlägt Alarm. Also Deutsche ist dann BRD. Ne? Die Finanzämter kriminalisierten immer häufiger unbescholtene Steuerzahler. Und sie führen jetzt auch verdachtsunabhängige Kontrollen von Passanten in Ballungsgebieten durch.
Okay, also in Köln, ne, hat es hier, steht es im Artikel, hat es Ende Oktober 2012 eine Aktion gegeben, auf die man künftig wohl auch in anderen Städten und Ballungsgebieten treffen wird. Teile der Innenstadt wurden abgesperrt. Und dann haben Polizei und Steuerfahndung ausnahmslos alle Passanten kontrolliert. Man kennt verdachtsunabhängige Kontrollen von der Polizei, nicht jedoch von der Steuerfahndung. Die hat nun in Köln Fahrgäste der U-Bahnen ebenso kontrolliert wie Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Der Kölner Stadtanzeiger berichtete, Mitarbeiter der Steuerfahndung haben mobile Kontrollgeräte dabei. Sie prüfen, ob junge Männer, die die Polizei eingehalten hat, Steuerschulden haben. Wer säumig sei, der wurde vor Ort gepfändet, musste etwa sein Mobiltelefon abgeben. Bargeld oder andere Wertgegenstände bis hin zum Auto. Es ist keinesfalls die einzige Aktion, von der die meisten Steuerzahler wohl keine Ahnung haben. Dabei gibt's noch wesentlich fiesere Methoden der Finanzämter. Die kommen jetzt nämlich auch ungebeten und ohne Durchsuchungsbeschluss einfach mal so in fremde Häuser. Als Steuerzahler sollte man wissen, was da auf einen zurollt. Denn die Politik braucht jetzt Geld, viel Geld. Und wir sagen ihnen, mit welchen Tricks sie es sich holt. Und da gibt's einen Link so irgendwie zum Volltext oder sowas. Keine Ahnung. Ja gut, also die Tyrannei erreicht in diesem Jahr einen Höhepunkt. Ja, das haben wir schon besprochen, das wussten wir ja auch und das haben wir lange vorbereitet, allen möglichen Leuten versucht beizubringen, dass es so ist. Und jetzt werden die Leutchen, die eben das noch nicht aufgenommen haben, jetzt mal dann auch selber wachgerüttelt. Ja. Allein diese Geschichte da, dass in der BRD Gerichtsvollzieher mit Inhaftierung drohen, weil irgendeiner 20 oder 30 Euro nicht bezahlt hat, mit Haftbefehl und dies und jenes, das widerspricht jeglicher internationaler Rechtsprechung bezüglich der internationalen Menschenrechte, die ja jedes Land, ich sag mal Land, BRD ist ja kein Land, in dem Sinne, ist eine Nichtregierungsorganisation, aber die haben es auch unterschrieben. Gut, jetzt kann man sich darüber streiten, das will ich aber nicht, ob das rechtmäßig war oder nicht. Trotzdem müssen sie sich an die internationalen Menschenrechte halten, weil die Alliierten, ja, die sie kontrollieren, diese Region, sich auch den internationalen Menschenrechten unterschriftsmäßig verpflichtet haben, ne? Vielleicht weiß ich nicht, ob China das gemacht hat, ne? Aber die anderen auf jeden Fall. Okay, wie auch immer, das sind die tyrannischen Auswüchse der Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Das muss uns klar sein. Ja, das ist so. Ne? Und wir müssen eben jetzt die Möglichkeit wahrnehmen, den Leutchen, die jetzt immer noch nicht daran glauben, ne? Mal vielleicht so ein bisschen klar zu machen, dass wir jetzt soweit sind, ne? Es ist jetzt soweit. Okay. Also ich werde die Links dann noch in den heutigen Artikel damit in die heutige Sendung da reinbringen. Ich mache das ja bei myawakeness.wordpress.com. Da gibt's dann nachher auch den Link zum Video, was ich dann hoch laden werde, wenn wir dann soweit sind. Müssen wir bitte daran denken, dass wir heute ja einen Marathon fahren. Das heißt, es dauert ein bisschen länger, bis dann so diese Videos dann hochkommen, weil ja wir alle beschäftigt sind und die Apparate ja laufen und die Sendung läuft und so, das ist dann schwierig, da was zu produzieren. Wir sind ja auch nicht der BBC, ne? Die da ganz viele pädophile Mitarbeiter haben, die dann sich damit beschäftigen, wenn sie da zwischendurch mal Zeit haben dafür. Okay. Jo, okay, also dafür vielleicht mal das, ja. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir da mal drüber sprechen, oder? Ja, und ich habe ja einen Weg gefunden oder, wie soll ich sagen, mal angeboten, für alle diejenigen, die der Tyrannei mal so ein bisschen auf dem Zahn fühlen wollen, und habe das auch veröffentlicht, bei mir auf dem Blog,
Kann jeder mal bitte dann auch nachforschen, ja. Indem ich nämlich gesagt habe, Leutchen, also irgendwas kann ja da nicht stimmen, ne? Und da habe ich, gut, bei der BRD wissen wir das alle, ne? Dass das da so ist, aber es ist möglicherweise eben auch in anderen Nationen so. Ich habe gestern gerade noch mit jemandem aus Irland gesprochen, der sagte, was? Das ist bei euch da auch so? Ja, Irland ist auch schon nicht mehr souverän, ne? Das ist auch im Prinzip jetzt so eine Art private Gesellschaft. Man hat auch die Verfassung voll komplett ausgehöhlt und so. Wird übrigens heute darüber diskutiert, später bei OYM Radio. Da gibt es den entsprechenden Gast, der uns darüber dann Auskunft gibt. Ne? Hochinteressant, werde ich mir auch anhören. Aber ich habe dazu was geschrieben, nämlich unter dem Stichwort keine Amtsgewalt. Gerichte und Staatsanwaltschaft in Lörrach, Freiburg bringen keinen Nachweis zu finden bei mir auf dem Blog myweakness.wordpress.com. Da habe ich nämlich genau das getan, was übrigens auch international jetzt mehr oder mehr wichtig ist und auch in den USA praktiziert wird, weil wir wissen ja auch dort ist die sogenannte nationale Regierung, also die Federal Government unter Obama eine eingetragene Unternehmung, ja, in Washington DC eingetragene Unternehmung, die also eigentlich auch eine eigene Verfassung hat, nämlich eine Firmenverfassung sozusagen, der man sich unterwirft, wenn man allem zustimmt, was da so in den Gerichten überall gemacht wird. Deswegen, das ist natürlich auch noch ein Riesenthema, was ich jetzt hier nicht auch in dieser kurzen Sendung komplett wiedergeben kann. Auch daher muss man sich damit beschäftigen, weil das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns, wenn wir uns friedlich, und das ist ja der Tenor unserer Initiative bei United We Strike, United We Win, dass wenn wir es friedlich machen wollen, als friedliche Krieger, dann müssen wir die friedlichen Methoden nutzen und die ja rechtlich einwandfreien Methoden. Und diese sind eigentlich nur möglich, ja, wenn wir eben diese ganzen Geheimnisse in Anführungszeichen aufdecken, wie diese Zusammenhänge eigentlich laufen. Und das ist natürlich sehr viel Arbeit, ne, die man reinstecken muss und auch Experimente, die man machen muss. Aber ich habe das hier eben schriftlich festgehalten, kann man alles nachlesen, wie ich es gemacht habe. Diese Ämter, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel so ein Gericht, Amtsgericht oder Staatsanwaltschaft oder wer auch immer, wahrscheinlich noch ganz andere, die haben ja gar keine Amtsgewalt über dich und mich, über uns als natürliche Personen oder als biologische Menschen. Wir sind ja von Natur aus biologisch mit unseren natürlichen Rechten auf die Welt gekommen. Und darüber haben sie keine Amtsgewalt. Sie täuschen das vor und sie versuchen es mit Gewalt einzutreiben. Aber wenn wir sehr viele sind, die darauf pochen, dass man erstmal diese Amtsgewalt nachweist und das öffentlich machen und dann auch ja einer solchen Tyrannei, wie das hier eben geschildert war in Köln, entgegentritt und sagt, Moment mal, welche Amtsgewalt habt ihr eigentlich hier, uns zu kontrollieren? Und die verweisen dann auf irgendwelche, was weiß ich. Erstmal gibt es ja diese gar nicht, weil wir wissen ja, die ganzen Finanzgesetze in der BRD mit Steuer und so weiter, ist ja alles nichtig, läuft ja nicht. Nur die müssen Leutchen, das steht alles schwarz auf weiß, das ist alles nachzuvollziehen. Und Steuern, die du zahlst, werden ausschließlich dafür verwendet, oder sagen wir mal überwiegend dafür verwendet, die Bankster zu bezahlen mit Zinsen für geliehenes Geld von denen, was nichts wert ist. Das muss man einfach mal kapieren. Dieses Schuldgeldsystem ist ja überhaupt der größte Witz des Jahrhunderts, der größte Betrug des Jahrtausends wahrscheinlich, ne? Den man einfach mal erkennen muss. Und wenn die Leutchen das verstanden haben und nicht mehr jetzt einfach da so blauäugig durchs Leben laufen, dann können wir dem Spuk sofort ein Ende setzen. Dann gibt es diese Probleme alle nicht mehr. Wir können unsere Matrix, in der wir gehalten werden, selbst ganz einfach auflösen. Mit dem kleinen Geistesblitz, wie so eine Erleuchtung, wo dieses Bewusstsein in jedem Einzelnen entflammt wird. So einfach ist das.
Das sind ganz einfache Dinge, die, das ist gar nicht mal alles so kompliziert. Ich meine, was ich jetzt gesagt habe, dass man das durchschauen muss und so, dass es eigentlich alles nur um Seerecht geht und wie das zusammenhängt, geschichtlich, bla bla und so weiter. Klar, es ist ein bisschen mühsam, das rauszufinden oder das vielleicht von Englisch auf Deutsch zu übersetzen und das erstmal überhaupt zu kapieren, wie das funktioniert. Und das ist der Punkt. Es geht gar nicht darum, wie viele Informationen man da vielleicht noch sortieren sollte, sondern es geht darum, einfach erstmal, wie soll ich sagen, dass man einfach mal diesen Funken kriegt, ne? Sagt, hoppla, ja. Und, aber eben, das ist ja, das sollte ja so ein bisschen Sinn und Zweck hier aus so einer Sendung sein. So, das mal machen, gell? Und ich versuche eben selber mit euch zusammen die richtige Formulierung zu finden, den richtigen Weg zu finden. Und wie gesagt, eben, wenn man hier meine Sendung nutzen will, dazu kann man das tun, indem man das zum Beispiel ja, natürlich hilft mir das, wenn ihr das bei mir bestellt, ne, so DVD oder CD, könnt ihr mich auch meine Arbeit so ein bisschen unterstützen, weil ich brauche ja auch ein bisschen Unterstützung, damit ich weitermachen kann. Mit Kosten laufen bei mir auch an. Oder ihr könnt euch die Dinge auch teilweise ja gratis runterladen. Gibt's ja überall im Netz. Bei mir auf der Seite habe ich viele MP3s, die man runterladen kann. Oder beim Aufgewachten. Ist der eigentlich überhaupt hier dabei, Mensch? Ja, soll sich mal melden? Oder hat der schon wieder andere Sachen hier? Der sitzt ja beim Kaffee trinken. Ja? Der hat das hier, sagt er, genau, hier doch. Nee, ist er nicht beim Kaffee trinken. Hier, dann tu mal da einen Link da rein. Da kann man also ja die Best of Detlef und so kann man sich da auch runterladen. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich alle Weisheit gefressen habe hier mit Löffeln, sondern ich versuche nur die Dinge in einer Art und Weise auszusprechen, zusammenzufassen, dass man eben die Dinge hier schneller vielleicht kapiert. Ne? Aber ich erreiche bestimmt mit meinen Sachen auch nicht alle möglichen Leutchen, also wie auch immer. Okay, so, was machen wir jetzt? Wir machen mal eine kurze Pause. Ne? Denn haben wir heute noch einen langen Tag, ja? Und ich spiele euch hier ein kleines Liedchen ein, ne, von Alvin Iabe, Utility of Doom. Ja? Okay, kann sich jeder selber übersetzen, was das wieder heißen soll. Und wir sehen uns gleich in der zweiten Stunde des Hochspannungs der Detlef von Wakenies Radio in der United We Strike, United We Win Radiomarathon-Sendung heute vom 10. November 2012. Also bis gleich.
It is never easy admitting that you've been lied to, and yet all of us have been lied to through politics, through religion, and through the malfeasance that continues. It is time to wake up and understand that the United States government began experimenting on the weather in World War II. They perfected it during the Vietnam War. They've been using it against us ever since. Do a search for yourself under U.S. Wants to Own the Weather. Understand Hurricane Sandy was not an accident. If you are sick of this, if you've had enough, then join us on the next marathon, November 10th. United we strike, united we win. Step out of the uniform and into your lives. Refuse immoral orders. That is the only way. Dig in and defend. UnitedWeWin.me. Thank you for listening. Please spread this like your life depends on it. Ja, und ist der Detlef wieder zurück aus unserer kleinen Unterbrechung. Und wir hörten hier gerade auch nochmal die Karen, die auch so ein bisschen aufruft, natürlich auf Englisch, um was es hier geht, dass wir ein bisschen aufwachen. Denn das ist weltweit das Problem, das ist nicht nur hier bei uns in der deutschsprachigen Region, sondern weltweit. Ja, und wie gesagt, die Schilderung, die ich in der ersten Stunde machte hier bezüglich Zusammenhänge der DIMMs, wer eigentlich dahinter steckt und wer irgendwie da vielleicht herauszuheben wäre, ja, so quasi wie Promis, denen man dann hinterher stiefeln kann, um sie zu entblößen, das ist eben leider nicht ganz einfach, weil die ja alles kontrollieren. Sie kontrollieren also die Matrix-Medien, die das ja tun könnten, ne? Die haben ja sehr viele Ressourcen, die haben ganzen investigativen Journalisten, haben die auch, ja, die dürfen nur nicht darüber schreiben und berichten, das aufdecken, sondern das sind alles trainierte, zertifizierte, von der Matrix zertifizierte Journalisten, die dürfen nur das wiedergeben, was man ihnen eingetrichtert hat. Ne? Viele lesen ja auch einfach nur ab, oder? Okay, ja, das ist also hier so ein bisschen mal der Einstieg, denn die Sendung der heutigen United We Strike, United We Win Marathon Radiosendung ist es, dass wir aufrufen, friedliche Krieger daran teilzuhaben, dass wir unsere Mitmenschen aufwecken, dass wir die Missstände beseitigen. Das geht nur mit Bewusstsein. Und natürlich auch kann man was tun. Ne? Man kann zum Beispiel eben die Nichtzuständigkeit der uns beherrschenden Behörden und Regierungen aufdecken, indem man ganz gezielt die richtigen Fragen stellt und sich dann einfach diese Nachweise zeigen lässt. Und mehr zerbröselt dann dieses Machtgeflecht, das sie eigentlich nur gedanklich um uns aufgebaut haben. Denn nur wenn du gehorsam bist, nur wenn du alles tust, was man dir sagt, nur dann haben sie Macht über dich. Wenn du zum Beispiel sagst, nee, wieso soll ich denn Steuern zahlen? Hier steht doch, das Gesetz wurde abgeschafft. Okay, wenn das einer macht oder wenn das fünf machen, dann kommen die mit dem Stoßtrupp und Maschinengewehren und nehmen dich fest und sperren dich ein in einen tiefen Keller und foltern dich. Aber wenn es 500.000 machen, wenn es ein paar Millionen machen, ist der Spuk vorbei. Dann ist Feierabend. Dann gibt es bitte keine Möglichkeit für die, irgendetwas dagegen zu tun, vor allem wenn man es friedlich tut. Friedlich, aber bestimmt. Das ist natürlich also mit uns nicht. Heute hier mit dem. Ihr braucht kein Geld bei irgendwelchen privaten Bankern zu leihen. Wenn wir überhaupt ein Geldsystem haben müssen oder brauchen, dann kontrollieren wir es lieber selber. Dann muss aber jeder eben auch seinen Teil daran haben, oder? Dann ist das ganz einfach. Was ich jetzt hier in einem halben Satz gesagt habe, ist das, was wir tun müssen. Und was wir eben propagieren innerhalb der United We Strike Bewegung oder United We Win, wir sind ja schon noch wieder ein Stückchen weiter, obwohl auch das United We Strike müssen wir machen, das United We Win kommt dann eigentlich als Folge, das ist zu sagen, wir dürfen dem System nicht mehr unsere Seelen verkaufen. Ne? Wir dürfen nicht einfach mal das tun, was die uns sagen. Also don't buy, also nicht kaufen im System, heißt eigentlich eben nicht diesem Konsumrausch, diesem Mammon zu dienen, der uns da aufgebaut wird, dass wir so also eingeredet bekommen, wir müssen das und das jeden Tag kaufen und Kaufrausch und dies und hier muss noch wieder eine rote Bluse, eine grüne Bluse und ein blaues Hemd und gekauft werden. Das brauchen wir alles. Wir brauchen nur die Dinge, die wirklich absolut notwendig sind. Und wenn kaufen, dann eben regional.
Was sollen wir denn irgendwelche tyrannischen Systeme in China, in Korea, in Vietnam, was weiß ich wo, unterstützen? Warum? Warum müssen wir das? Warum müssen wir mit irgendwelchen Giften besprühte sogenannte Südfrüchte, ne, aus irgendwelchen Ländern importieren, die nach nichts schmecken und wahrscheinlich so vergiftet sind, dass sie uns eher schaden, als dass sie uns helfen? Wozu? Ne? Oder als ich das hier, das habt ihr ja auch mitgekriegt, die ganze Erdbeeren, die tiefgekühlten oder eine Menge davon, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber eine Menge davon, oder die auf den, seitdem kaufe ich keine Erdbeertorten mehr. Ne? Vorher habe ich das immer gerne gemocht. Die gibt's hier bei der Migro beispielsweise, so Dinger. Aber seitdem ich das Gefühl habe, das kommt wahrscheinlich alles aus China, ist alles was weiß ich Zeug, kaufe ich so ein Zeug nicht mehr. Okay? Also, man muss einfach dann auch durch die Taten, muss man Dinge ändern. Und dann muss auch gucken, woher kommt das Kleidungsstück. Wenn man sieht, es kommt aus China, dann muss man sich überlegen, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Ich weiß, das ist vielleicht das eine oder andere ist dann vielleicht teurer, aber musst du 15 Hosen haben? Ja, kannst ja auch sowieso nicht gleichzeitig anziehen. Ne? Okay, also ich habe teilweise, okay, nee, ich, wenn man sich selbst zitiert, ist das natürlich unglaubwürdig, weil man sagt, ja, ich bin nicht so wie du. Ne? Okay, muss sich jeder selber überlegen. Ich stelle nur die Frage, okay, ob man das alles so braucht. Und wenn wir was kaufen an Lebensmitteln, dann gehen wir doch bitte hier zu unseren Leuten, die wir hier kennen. Ich war gestern auch noch schnell hier beim Bauern, habe mir ein paar Eier geholt. Die schmecken ganz anders, schmecken besser. Und dann kann man denen dort unterstützen auch, ja. Und da hat er auch noch selber gemachten Himbeersirup und so. Okay, der ist vielleicht ein paar Cent teurer, aber schmeckt ganz anders. Und man weiß, woher das kommt, ja. Also, man kann Sachen machen, die also einfacher sind und vor allen Dingen auch sein Konsumverhalten verändern. Warum musst du dieses Blubberlutsch da trinken, dieses Zeug da mit Cola drin und wir wissen doch, was da alles drin gemixt ist. Warum muss das gekauft werden? Ich rede nicht von einer Notsituation, wo man nichts anderes kriegen kann und dann eben notgedrungen irgend so was Fabriziertes kaufen muss, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ich rede von einem normalen Leben. Da muss man das nicht. Und wenn man mit seinem Wasser, seinem lokalen, regionalen Wasser nicht einverstanden ist und dass das auch dem nicht traut und glaubt, dass das vergiftet ist und so, dann besorgt man sich einen Wasserfilter. Wasserfilter, das geht. Ja? Hier sagt einer, hier Honig aus dem Emmental, jawohl, zum Beispiel. Okay, also man kann ja auch Sachen im Laden kaufen, die aber aus irgendeiner Region von eben den Leuten selbst produziert wurden, das gibt es. Und man kann auch diese Läden zwingen, eben mehr solche Sachen dann wieder zu führen, als eben dieses andere Zeug. Gell? Und immer fragen, ist da genmanipuliertes Zeug drin, woher kommen die Erdbeeren? Den Leuten richtig auf die Nerven gehen. Und wenn die nicht antworten können, dann lässt man sich den Geschäftsführer holen. Also Einkaufsverhalten verändern, nur die regionale Wirtschaft stärken oder eben Produkte, wo man weiß, dass die verlässlich sind. Dann natürlich, bitteschön, keine Versicherungsgesellschaften, Banken und was weiß ich unterstützen. Alle Kohle abziehen von da. Lieber in was Sinnvolles investieren. Dieses Geld ist nichts wert. Und wenn es bei der Bank ist, ist es verloren. Die haben nur offiziell die Pflicht, 10% Reserven zu halten. Und die halten sie ja auch nicht. Jetzt schreibt mir einer, wenn man nur ganz wenig Geld verdient, okay, ja, wenn du nur ganz wenig Geld verdienst oder hast, verfügbar hast, dann stellt sich die Frage vielleicht gar nicht so. Trotzdem kannst du dir überlegen, wie du das Geld ausgibst. Ne? Ob du beim Aldi einkaufen musst, musst du das. Oder gibt es vielleicht eine andere Variante? Vieles kann man auch selber versuchen zu machen. Okay, ich kann nicht die Lösung direkt präsentieren, ich kann nur anregen zum Nachdenken. Man kann sich auch mit anderen zusammentun und kann sagen, okay, dann lass uns doch Großeinkäufe zusammen machen. Fahren wir doch zusammen zum Bauern und wir können vielleicht auch mit dem irgendeinen Deal machen. Ja? Man kann das schon eine ganze Menge tun. Ja, und das andere ist eben don't comply, also nicht immer allem folgen, was einem von einem verlangt wird, weil es ist teilweise auch unsinnig und es ist nicht einmal gesetzlich richtig, was einem gesagt wird. Ich denk mal an diese ganzen Dinge, die hier beim Jobcenter ablaufen. Was die hier von einem wollen, ist eigentlich gesetzeswidrig. Also muss man sich dagegen zur Wehr setzen. Oder man muss ja auch nicht gewisse Dinge ausführen, wenn man der Ansicht ist, wieso, was bist du? Du bist doch eigentlich mein Diener. Warum soll ich das tun, was mein Diener mir sagt? Ich bin der Chef.
Ja, und wenn es klar ist, dass die BRD eine Nichtregierungsorganisation ist, und das ist jetzt nur als Beispiel, ja, das, da ist es ja eklatant, und man weiß, dass das eigene höchste Verfassungsgericht dort gesagt hat, dass die Regierung illegal ist, nicht konstitutionell ist, ja, dann muss man das überall reinschreiben, jedem unter die Nase halten. Hier, bitte, ist das Urteil, beweist mir, dass es anders ist. Und dann muss man sagen, hier, die Regierung muss zurücktreten und dann erst können wir die Sache wieder ernst nehmen. Okay, wenn das einer macht, dann, und der wird ausgelacht. Aber wenn das Hunderte machen, wenn das Tausende machen, wenn das Zehntausende, Hunderttausende, Millionen machen, ist der Spuk vorbei. Ja, so ist es. Okay, also ich meine, das ist etwas, was ich eben einfach nur nochmal sagen wollte, damit das klar ist, was ich meine. Und Ask Why heißt nichts anderes als fragen, warum. Warum macht ihr das? Warum läuft das so? Warum muss das so sein? Warum zum Beispiel brauchen wir Zinsen? Wozu? Ne? Das hat doch hier sogar hier beim Aufgewachten stand, das sagt, da haben wir es in seiner Region, haben die irgendeine Partei bei der eigenen Kommune nachgefragt, ja, wieso brauchen wir überhaupt Zinsen? Was ist das überhaupt? Und was halt bedeutet das mit dem Schuldgeld und so? Warum und so weiter? Ne? Fragen stellen, die richtig bombardieren damit. Wenn wir das alle tun, jeden Tag, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, dann wird denen schwindelig. Dann geben die auf. Das ist Feierabend. Und ich habe hier auch alle möglichen Prozesse hier in der Schweiz, wo die von mir ihr Schuldgeld wollen und sage, sorry, aber ich lehne dieses Urteil ab, weil die natürlich nicht auf meine Argumentation hier anspringen, sondern dass die natürlich, dass die mich hier natürlich verfolgen und sagen, meine Argumentation nicht folgen, dass es hier Schuldgeld ist nichts wert und bla bla und so weiter, da gehen sie gar nicht drauf ein. Ich sage dann, wenn sie mir dieses Urteil zuschicken, sorry, das Urteil akzeptiere ich nicht, weil mit dem Strohmann habe ich nichts zu tun, der da gebildet wurde. Ja, ich trete weder für die Schulden meines Strohmannes ein, noch vertrete ich den. Ja, damit ist Feierabend. Und da kommt nichts mehr. Natürlich hat man es einfacher, wenn man nichts besitzt. Ja, ich habe ja nichts. Ne? Okay. Aber wir müssen trotzdem uns alle auf die Hinterachse stellen. Wir müssen das nicht einfach alles gefallen lassen, oder? Hä? Also. Ja, das sind also mal diese Gedanken, die wichtig sind, die wir miteinander teilen müssen. Einfach um zu begreifen, dass wir hier irgendeinem ganz großen Betrug aufsitzen, einem Gedankenbetrug. Ja. Hier steht zum Beispiel, hallo Detlef, langsam glaube ich auch, Politiker sind nur Marionetten der verborgenen Weltelite, jawohl, richtig. Na, ich könnte mir also hier noch während der ganzen Sendung hier Nachrichten, Informationen, Fragen reinschicken unter Radio Breaking Monet, ist gar keine Frage, das ist prima. Hier schickt zum Beispiel jemand was aus Griechenland. Die Farbe des Meerwassers auf Santorini hat sich in den letzten Wochen an vielen Stellen stark verändert. Da gibt es einen Bericht beim Spiegel, Vulkan von Santorin. Die Magmablase wächst rasant. Jawohl, auch da kommen natürlich viele Dinge auf uns zu. Das ist richtig. Hier kommt etwas, das ist nett geschrieben. Ja, ja. Ritter des Schöpfers. Radio Wake News ist ein Muss. Ja, danke dafür, kriegst du einen Applaus. Eigenwerbung. Ja, das muss doch gesagt werden, ne? Nee, das hat er geschrieben, ja. Da schreibt er, hallo Detlef, vor was ich die Dims und die Crabs. Ja, die Crabs, wer das noch nicht weiß, wer das sind die Kriminellen, die alle Politiker regieren. Fürchten und vor allem ihre Bunker gebaut haben, hast du dir in deinen Fragen zu diesem Thema im Grunde schon selbst beantwortet. Warum scheren die sich nicht um irgendwelche Menschenleben? Warum wollen sie alle Knechten das letzte Hab und Gut wegnehmen und so weiter und so fort? Sie besitzen keinen Emotionalkörper mehr oder nur minimal ausgeprägt. Die beneiden uns insgeheim ungemein und versuchen ständig mit ihren Ritualen, in Klammern Menschenopfern, einen Hauch wieder an sich zu reißen. Das Einzige an Emotionen,
was sie geerntet haben, ist Angst von den von ihnen gemeuchelten, unschuldigen Menschen. Und diese Angst befähigt sie zu fast allem, was notwendig ist, uns nicht in die fünfte Dimension gehen zu lassen. Denn sie sind ohne den gesamten Emotionalkörper, der auch die Liebe gegenüber seinen Mitmenschen und so weiter beinhaltet, nicht fähig, dahin zu gelangen. Allenfalls in die vierte Dimension, wo ihre eigentlichen Befehlsgeber anzutreffen sind. Sie haben Angst, zurückzubleiben. Sie haben auf allen Wegen versucht, das Blatt noch zu ihren Gunsten zu wenden, aber sie wissen jetzt, dass es zu spät ist. Deshalb wollen sie auch möglichst viele der Masse daran hindern, weiterzukommen. Die alten Kulturen zeigten uns, dass selbst das Sterben gelernt sein muss, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Deshalb versuchen die Destruktiven eben auch, das mit plötzlichen Todesursachen, in Klammern Krankenhäusern, diverse Impfungen und so weiter, zu forcieren. Diese plötzlich Verstorbenen haben auch oft das Problem, nicht zu wissen, was da geschehen ist, und befinden sich in Zwischenstationen oder Frequenzen, was die Erdschwingung verdunkelt. Deswegen gehen wir in die fünfte Dimension, da die vierte keinen Sinn für uns macht. Das wäre vom Regen in die Traufe, und das ist des Schöpfers Wille. Die werden nach dem Übergang unter sich sein, und da kann man sich jetzt schon ausmalen, wer eigentlich dann noch von denen übrig bleibt. Tja, ich bin froh, dass ich diese Grausamkeiten, die sie sich dann noch selbst antun, nicht mehr mitbekomme. Aber wie ich mich kenne, würde ich selbst auch da noch Mitleid haben. Sie haben ihre eigenen Bunkergräber gebaut, in der sie der Schöpfer die nächsten 1000 Jahre einsperren wird. Die Bunker scheinen auch so konzipiert zu sein, dass sie auf Frequenzen der fünften Dimension Paroli bieten sollen. Wie auch du schon öfter gesagt hast, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Gruß Wolf, Ritter des Schöpfers. Jawohl, und dann schreibt er nochmal, Radio Wake News ist ein Muss. Jawohl. Prima, danke. Ja, ich denke, diese Gedanken sind auch wichtig, dass wir sie uns mal machen, das auch mal kontrovers diskutieren. Aber es ist viel mehr, als wir das wirklich hier in der dritten Dimension so feststellen. Und ich bin gerade dabei, das will ich nicht verhehlen, ich bin noch nicht ganz fertig, sonst hätte ich dann noch mehr darüber berichtet, ein Video zu Ende zu schauen, das geht aber über 3 Stunden, ne? Habe ich da gestern nicht mehr geschafft, mit dem Titel Ancient Knowledge Full Movie. Das sind also ganze 6 Teile irgendwie zusammengefasst, das ist nicht ganz so lesbar, sondern ist leider auch wieder auf Englisch, wo auch erklärt wird, was das mit dieser sogenannten festen Materie eigentlich auf sich hat. Da werden also ganz viele Experimente auch gezeigt. Das war sehr eindrucksvoll, zu zeigen, dass das, was wir als feste Materie definieren, überhaupt gar nicht fest ist. Ja, je nachdem, wie man es behandelt und wie man es irgendwelchen Dingen aussetzt. Und das hat alles mit Frequenzen zu tun. Ja, alles, was da ist, auch das, was wir vermeintlich als feste Materie sehen, ob das ein Auto ist, ob das ein Haus ist, ob das irgendein Werkstoff ist oder was, das ist alles Schwingung, alles Frequenz. Und das muss man überhaupt erstmal begreifen, das ist vor allen Dingen für die Wissenschaftler auch eine schwierige Geschichte gewesen, weil die ja die Atome untersucht haben, das Atom soll ja das kleinste Teilchen sein, und eigentlich sagen mussten die, aber das meiste in diesem, das ist eigentlich das leer. Und da ist nur leere, da ist nur heiße Luft drin, ne? Sozusagen. Wenn überhaupt heiß. Fast schon so ein bisschen mit der Schuldgeldsystem, ne? Und dass man dann so sagt, wenn die Dinge also aus Atomen zusammengesetzt sind, dann ist es eigentlich aus nichts zusammengesetzt. Oder? Also. Das fand ich also schon gewaltig. Man muss sich da diese Dinge einfach nochmal zur Erfahrung führen. Und dann machte der eben da so ein, einer von diesen Leutchen da so ein Experiment. Und nahm so ein Stück Eisen, ja, so ein Eisen, kleinen Eisenbarren, steckte den da irgendwie so zwischen
zwei elektrische Impulse und dann kam da so ein Magnet, ja, hat er so einen etwas größeren Magneten, schob das da drüber, mit einmal machte das einen Sound und man konnte regelrecht sehen, wie sich das Eisenstück da hin und her bewegte, mit einer bestimmten Frequenz, die er da eingesetzt hatte. Und dann war eigentlich die Folgerung daraus, dieses Stück Eisen, ja, ist nicht solide, sondern es bewegt sich, war wie am Rumoren da drin, ja. Also, es ist eine Illusion, die uns vorspielt, es gäbe eine feste Materie. Und ich denke, irgendwann werden wir auch mal auf diesen Punkt kommen, wenn in unserer Bewusstseinsentwicklung, dass wir sie feststellen oder eben merken oder spüren können, die Frequenzen, die Schwingungen, die da sind. Und dann wird das alles für uns anders wahrnehmbar. Und so kann ich mir das vorstellen. Schon allein, wenn man sich jetzt in dieser Bewusstseinsphase drin befindet, wie wir das jetzt hier erleben, dann stellt man sich auch schon die Frage, man sieht ja die Matrix, man kann sie erkennen, man kann sehen, wo die Lügen sind, wie sich die Leute verhalten, wie die Struktur ist und so. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiterkommen und dann einfach sehen, dass das alles, was wir denken, was feste Materie ist, gar nicht fest ist und dass das alles Materielle im Prinzip völliger Quatsch ist, dann haben wir natürlich einen ganz schönen Sprung gemacht. Ne? Viele haben das schon geschafft, aber nicht jeder. Ne? Ist soweit, ich bin auch noch nicht so weit. Ich sehe auch immer noch ein Haus und ein Auto vor mir. Ne? Okay. Und das kann eben diese Erklärung sein von ihm, von dem Kommentar, den ich aus seiner E-Mail vorlas, dass wir eben dann in eine andere Dimension gelangen, die uns dann eben einen ganz anderen Blickwinkel ermöglicht, vielleicht auch eine ganz andere eigene Daseinsform. Das ist denkbar. Und hier schreibt schon einer rein, Detlef, wir merken die unbegrenzten Möglichkeiten, jawohl. Das stimmt. Ja, und dann die andere Geschichte ist, die dort auch in diesem Video zu sehen war, oder die Diskussion, die stattfand, dass Materialien, ja, ebenso wie beispielsweise so Eisen oder so, sehr unterschiedlich reagieren. Je nachdem, mit was man sie in Verbindung bringt. Ja, wenn man zum Beispiel ein Stück Eisen magnetisiert, ja, dann flups, dann springt er so an das Magnet ran. Wenn du aber einen anderen Stoff nimmst, wie zum Beispiel, was weiß ich, Aluminium oder so, der lässt sich nicht magnetisieren. Und das ist der Punkt, der ganz wichtig ist. Punkte, die also hier für uns wichtig sind, dass wir das erkennen, dass immer eine Frage ist, wie man welche Konstellationen herstellt, das ist das, was man dann als Ergebnis bekommt. Und hier ist es ganz interessant gewesen, dass dann die These aufgestellt wurde, eben aufgrund dieser materiellen Experimente, und ich kann das jetzt nicht alles darstellen, das ist zu umfangreich, da muss man sich das Video mal anschauen, muss man 3,5 Stunden Zeit haben, auf Englisch, ne? Aber man kann sich das sequenzweise auch anschauen, dass also da diskutiert wird, dass es vielleicht so ist, dass wir hier in unserer Existenz, die wir gerade erleben, in der Schwingung, in der wir uns befinden, dass dort vielleicht mehrere Existenzen gleichzeitig stattfinden können, ohne dass der eine vom anderen irgendwas mitkriegt. Das ist verrückt, gell? Das, was ich vorstelle, also jetzt, wo du hier sitzt oder wo du stehst oder wie auch immer, dass da auch jemand anders sich gerade befindet, aber dich gar nicht erkennen kann, weil man auf einer ganz anderen Frequenz schwimmt, auf einer ganz anderen Konstellation und gar nichts voneinander mitkriegt, aber dass deshalb trotzdem etwas auch zur gleichen Zeit stattfindet. Und das ist so relativ, ja, aber das wird dort wissenschaftlich diskutiert. Insofern könnte man sagen, dass da so einiges da vielleicht zu erfassen ist, ja, was wirklich stattfindet. Okay. Ja, also das waren so ein paar Gedanken, die ich da auch noch mit einfließen lassen wollte, weil es ganz wichtig ist, weil es unseren geistigen Horizont etwas erweitert. Meine, euch sowieso nicht, weil ihr seid ja alle schon ganz weit vorangeschritten mit eurem Bewusstsein, mit eurer Erkenntnis, was eigentlich los ist, oder? Sodass es bei euch gar nicht nötig ist. Aber wir wenden uns ja vor allen Dingen auch an die verschiedenen
Leutchen, die wir noch erreichen wollen, die noch nicht diese Gedankengänge vielleicht in der Form für sich begonnen haben, die aber alle sind sie in der Lage, das zu erkennen. Sie müssen nur eben diesen Schritt machen und dazu müssen wir beitragen. Und dafür brauchen wir die friedlichen, aufgeweckten Krieger, die uns hier helfen, diese Informationen weiter zu streuen auf eine vollkommen legale, vollkommen normale, vollkommen akzeptable Art und Weise, gegen die niemand etwas haben kann, allerhöchstens, dass man die Wahrheit versucht zu unterdrücken, indem man eben jetzt hier solche Leutchen wie mich versucht, mundtot zu machen oder andere, oder indem man irgendwelche Internetkontrollen oder irgendwelche Pressezensur oder so einführt. Das sind eben so die Maßnahmen, die versuchen, aber das geht nur so lange, wie man sich das gefallen lässt, wenn sehr viele Menschen sagen, wie, ihr wollt mir das Internet wegnehmen, wo sind wir, in welchem Jahrhundert leben wir jetzt hin? Und einfach mit solchen Kommentaren die Leute schon schachmatt setzt. Oder wenn hier solche tyrannischen Aktionen wieder in Köln geschehen sind, stattfinden, das muss man eben einfach sich ein bisschen auskennen, muss Fragen stellen, sagen, auf welcher Rechtsbasis machen sie das? Und da muss man eben auch die Frage nach der Amtsgewalt stellen. Die sollen die Amtsgewalt nachweisen, die sollen ihre Amtsausweise zeigen und dann zücken die ihre Dienstausweise und sagen, sorry, das ist ein Dienstausweis, die sollen mir ihren Amtsausweis zeigen und so weiter und so weiter. Da muss man sich natürlich auch mit ein paar Gesetzchen auskennen. Sollte immer so einen kleinen Flyer in der Jackentasche haben oder was weiß ich, in der Handtasche, wo auch immer. Und dann einfach rausziehen und sagen, schauen Sie mal, lesen Sie mal durch. Am 25.07. hat das und so weiter. Ja, ihr wisst, was ich meine. So kann man das ganz schnell, den Spuk beenden. Und immer dabei haben natürlich auch eine Kamera oder ein Aufzeichnungsgerät. Ne? Okay, die Gefahr ist da, dass das einem weggenommen wird. Das ist natürlich richtig. Ja, da muss man sich die Zeugen holen dazu. Da muss man die Leute verklagen. Da muss man den Weg gehen, dass es eben auch mal tyrannische Maßnahmen geben wird. Damit müssen wir rechnen. Dass die hier kommen, einen festnehmen wollen und so, okay. Da muss man es an die Öffentlichkeit tragen. Das wird hier in den USA auch häufig gemacht. Da werden die Leute festgenommen, verprügelt und so weiter. Hinterher gehen sie zum Kadi und kriegen häufig recht. Und dann kriegen sie eine Abfindung. Okay, die ist in den USA ein bisschen höher als hier, wenn es überhaupt eine gibt. Aber trotzdem, es geht nicht anders. Ne? Gewisse Leute sind die Vorreiter und sind auch stark genug, sich dem entgegenzustellen, um die Tyrannei aufzudecken. Ne? So, das vielleicht. Ja, also, so würde ich mal sagen, ist es, gell? So läuft es, oder? Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich hier noch eine ganze Menge auf der Platte, gell? Die Fiskus-Sache, ne? Beispielsweise ist ja eine Sache davon. Aber das ist nicht alles. Es gibt eine ganze Menge. Es gibt nämlich auch Leute, die versuchen, auch irgendwas dagegen zu tun. Und was man hier fand, beispielsweise bei einem Blog, der heißt uhupardo.wordpress.com, war Bürgermeister räumt Bankkonto und stoppt Zwangsräumungen. das heißt also, das war hier, glaube ich, das war in wo war das? Das war, glaube ich, in Teneriffa, also in Spanien, ne, sozusagen, im erweiterten Spanien. Und da waren also hier, lese ich kurz vor, weil das gibt ja auch so ein bisschen das Gefühl dafür, was man machen kann. Ne? Manchmal sind freundliche Aufforderungen ganz falsch, heißt es hier, insbesondere bei Bankern kommt man nur weiter, wenn man konsequenten Druck ausübt. Wie gut das allerdings funktioniert, hat gestern der Bürgermeister von Santa Cruz de Tenerife bewiesen. Er räumte kurzerhand die 1,5 Millionen Euro Gemeindegelder vom Bankia-Konto komplett ab, weil sich die Bank geweigert hat, über Zwangsräumungen zu verhandeln. Plötzlich waren die Banker sofort bereit, sich mit der Sachlage zu befassen. Die Geschichte hängt vor allem mit einer Person namens Carmen Omania zusammen. Die 48-Jährige, deren Wohnung im Oktober zwangsgeräumt worden war, übernachtete seit dem vergangenen Montag vor der Bankia-Filiale in der Hauptstadt Tenerifas und war in Hungerstreik getreten. 2008 hatte sie erst ihren Job verloren, bald danach ihr Mann ebenfalls. Sie konnten die ausstehenden 24.000 Euro der Bankia-Hypothek nicht mehr zahlen. Dann ging es bergab, wie in vielen ähnlichen Fällen. Die Schulden türmen sich auf, die letzten Ersparnisse verschwanden. Der wachsenden Spannung fiel sogar die Ehe zum Opfer. Carmen und ihr Mann trennten sich
Und diese verzweifelte Frau versuchte also alles da nötig zu machen, ging dann zum Bürgermeister und der hatte die Nase voll. Kurzerhand räumte er eben das Bankia-Konto auf, nahm die 1,5 Millionen runter, die die Gemeinde dort gelagert hatte. Nun plötzlich alles sehr schnell. Keine 60 Minuten später holte ein Dienstwagen Carmen Omania von der Bank ab und fuhr sie zum Bürgermeisteramt, wo schon Antonio Rodriguez, der Bankia-Chef, wartete. Die Übereinkunft wurde schnell vereinbart und Carmen bekam genau die Zusagen, um die sie unzählige Male vergeblich gebeten hatte. Und so weiter. Ja, also man sieht, da war hier auch mal ein mutiger Mensch, der für die Menschen arbeitet und nicht für die Bankster. Es heißt ja nicht, dass alle Leute in Führungspositionen in den Regierungen notwendigerweise schlecht oder schlimm sein müssen. Das ist nicht der Fall. Nicht? Denn alle haben sie nicht geschafft zu korrumpieren. Es gibt also noch eine ganze Menge Menschen, die auch das Herz auf dem rechten Fleck haben. Und auch sogar in irgendwelchen Parteien sind, die wir schon hier mal kritisch beleuchten, aber die es selber natürlich dann auch erkennen, dass es anders laufen kann, wenn man sich selber einsetzt und die auch selber erstmal diesen Erkennungsprozess hinter sich bringen müssen. Ne? Okay. Ja, ich denke, das ist doch auch was Positives, oder? Ne? Also wenn ihr solche Problemchen auch spürt, auch das mit dem Jobcenter in der BRD, ich weiß, das ist ein drängendes Problem und ich weiß, dass hier der Ralf Böß ja in den Hungerstreik getreten ist, er hat auch schon ein Video veröffentlicht, eine erste Stellungnahme dazu, ein paar Tage nach Beginn seines Hungerstreiks, wo man dann auch schon merkt, dass es ihm, er diese Maßnahme jetzt selber merkt. Ja, aber er hat ja gesagt, er zieht das jetzt mal durch, mal sehen, wie weit. Ja, gibt auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, die auch interessant sind. Das Video sollte sich jeder anhören oder anschauen. Ich versuche ihn ja auch nochmal bei mir in die Sendung zu kriegen, wenn es klappt, vielleicht nächste Woche. Ich werde ihn nochmal ansprechen, dass er uns nochmal einen neuen Update gibt zur Situation. Wenn er stark genug ist dafür, ja, weil das ist, hat ihm schon Mühe gemacht, da 2 Stunden lang durchzuhalten bei dieser Sendung. Gucken wir mal. Weil der macht nämlich genau dasselbe. Er durch eben diese Aktionen machte nicht nur auf das aufmerksam, sondern ermutigt ganz viele andere mitzumachen, der Sache nicht einfach kommentarlos nachzugeben oder eben Ausweichvarianten zu finden, um das Leid noch zu verlängern, sondern man muss die Sache am Schopfe ergreifen und ausfechten und dann muss eigentlich eine Änderung eintreten, denn das Resultat dieser Aktion von Ralf Böß kann nur sein, Hartz IV muss fallen. Es gibt keine andere Variante und damit fällt das System. Das muss auch klar sein. Ob das jetzt innerhalb von ein paar Tagen sein wird, ein paar Wochen, ein paar Monaten, sei dahingestellt. Jedenfalls wird der Widerstand immer größer und das ist das, was wir tun müssen. Das nennt man auch ziviles Ungehorsam, wobei ich eigentlich meine, dass Ungehorsam das falsche Wort ist. Weil wir sind ja nicht ungehorsam, sondern wir fordern nur unsere natürlichen Rechte. Ja, und das ist eben was anderes, weil was heißt ungehorsam? Die haben ja doch gar keine Amtsgewalt über uns. Und das ist auch der Schritt, den der Ralf Böß natürlich nicht gemacht hat bis jetzt. Sie haben gar keine Gewalt über uns. Sie tyrannisieren uns. Alles, was dort gemacht wird, hat nichts mit unseren Rechten und unserer Stellung zu tun, die wir haben. Denn wir haben das ja eingangs in der ersten Stunde erklärt. Es gibt eine Gruppierung, die genannt ist die DIMS, die eine Verschwörung, ja, das kann man ruhig sagen, die eine Verschwörung gegen die Menschheit beschlossen haben, sie nämlich insgesamt zu versklaven und nicht ihnen die Chance zu geben, in die nächste Dimension vorschreiten zu können, ihr Bewusstsein zu erlangen, dadurch, dass sie sie eben in einer Matrix gefangen halten. Und alles, was die um uns herum aufgebaut haben, ist nicht rechtmäßig. Ist nicht rechtmäßig. Und das heißt, wir können uns darauf stützen, dass sie uns erstmal nachweisen müssen, dass sie überhaupt eine Gewalt über uns haben. Also, sagen wir mal ganz ehrlich, die Antwort können wir uns natürlich jetzt schon alle selber geben, aber man muss diesen Schritt erst einbauen, sie auffordern und sie dann mit dieser Konsequenz konfrontieren, sie quasi mit ihren eigenen rechtlichen Mitteln schlagen. Denn Gewalt über uns hat allenfalls unser Schöpfer
oder wir selbst. Ne? Wenn wir, je nachdem, wie wir glaubensmäßig eingestellt sind, ob wenn wir uns als Teil Gottes oder als Teil der Schöpfung bezeichnen, haben wir natürlich eigentlich ausschließlich Selbstgewalt über uns. Ne? Oder? Ja, das sind so mal diese Gedanken, die ganz wichtig sind im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit, die für uns so wichtig ist, okay, zu erkennen, dass wir eben einfach ja, uns nicht ins Boxhorn jagen lassen dürfen von diesen Leutchen und uns auch nicht beeindrucken lassen dürfen von ihren Waffen, von ihrer Gewaltandrohung, von ihrer Tyrannei. Denn in der Regel ist es alles heiße Luft. Denn wenn sie merken, dass wir Bescheid wissen, und wissen, wie viele dahinter stehen, dann wird denen ganz schön schurmreich. Ja, oder? Naja, das denke ich, sollten wir nochmal, da sollten wir nochmal drüber nachdenken. So, wer noch möchte, kann mir hier noch schnell eine Information reinschicken unter Radio Awakeness.net, ist der Detlef Awakeness Radio, mitten hier im United We Strike, United We Win Radio Marathon am 10. November 2012. Und heute ist hier ein Weckruf notwendig für die Peaceful Warriors oder die friedlichen Krieger, die wir brauchen, um jetzt hier diese Geschichten weiterzutragen. Wir müssen das tun. Es ist unsere Aufgabe. Deswegen leben wir jetzt. Jetzt leben wir, um uns jetzt festzulegen, uns jetzt zu engagieren. Oder? Und hier steht beispielsweise im Chatraum, klar, wir sind das Volk. Jawohl, das ist richtig. Und wir sind der Chef. Auch das ist den meisten nicht klar. Ja, dass sie selbst für sich und ihre und sein oder ihr oder sein Schicksal zuständig ist. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch die Aufgabe, die wir hier in diesem Leben hier haben, eben das möglicherweise zu erkennen oder auch eben nicht. Es ist dann schade für diejenigen, die das nicht erkennen, weil die dann möglicherweise nochmal ran müssen, ne? Je nachdem, wie man diese Sache sieht. Gell? Ja, hier, also das ist schon gewaltig. Und alle Einzelpunkte, so wie die GEZ oder so, oder dies, und wer uns da alles tyrannisiert, oder die GEMA, ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen, da gab es ja irgendwie eine Veröffentlichung, da gab es ja eine Petition in der BRD. Ich habe ja auch darüber berichtet, über die GEMA, die ja diese enorme Gebührenanhebung da angekündigt hat. Da gab es ja eine Petition, die eingereicht wurde beim Bundestag, beim BRD-Bundestag. Das ist eh ein privater Verein, der ein Lobbyverein der Industrie und anderer Interessen. Wurde da eingereicht und die war so umfangreich, dass es also auch behandelt werden hätte müssen. Und das wurde auch behandelt, ne? Und wurde abschlägig behandelt. Was? Nein, das ist in Ordnung, was die GEMA macht, wird so gemacht. Das heißt also, ja, so diese Sachen sind immer mit einem gewissen Fragezeichen zu. Natürlich muss man alles probieren, keine Frage. Aber hier zum Beispiel wird jetzt auch ganz offen schon über ja, Proteste, Generalstreik gesprochen hier von Lafontaine, der ruft hier, habe ich irgendwo gelesen, ruft hier auf zum Generalstreik, überall Generalstreik. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sowas natürlich, wenn man auf die Straße geht, nur dann Erfolg haben kann, wenn es ganz, ganz viele sind. Ansonsten gibt es nur wieder Brutalitäten und dann werden die Sicherheitskräfte wieder angewiesen, mit eigens eingeschleusten Agent Provocateur Gewalt zu entfachen, um dann auf die Leutchen drauf zu hauen und so weiter. Und es darf auch nicht wieder entführt werden. Eine solche Protestwelle, eine solche Demonstration für Freiheit und für die eigenen Rechte, das darf nicht entführt werden von irgendwelchen Interessengruppen, die also als kontrollierte Opposition möglicherweise, ich will nicht sagen, dass es hier der Fall ist, fungieren könnten. Wir haben ja darüber in der ersten Stunde gesprochen, dass eine der Absichten ist, eben immer alle Seiten zu kontrollieren, uns immer so miteinander so zu beschäftigen, dass wir gar nicht das große Ganze erkennen können. Ich denke, da ist das Problem, oder? Geil. So.
Okay, ja. Und wir können diese Entwicklung überall lesen. Das ist nicht nur in der BRD so, es ist in der Schweiz so, es ist in Österreich so, es ist in ganz Europa so, es ist in den USA so. Überall der gleiche Mist. Auch in Neuseeland, in Australien, also überall ist die gleiche Situation. Und wir haben ja auch schon in der vergangenen Sendung über Verwandtschaftsgrade gesprochen. Auch das ist natürlich ein Thema hier über diese 13 Blutlinien. Alle wesentlichen Machthaber sind irgendwie miteinander verwandt, sonst wären sie nicht in dieser Machthabersituation. Ja, okay. Und das ist etwas auch, was den meisten Menschen nicht klar ist. Wenn die Leute wüssten, dass die US-Präsidenten, also in den USA allein die Leutchen, dass die alle miteinander irgendwie verwandt sind und dass nur Leute in die Macht kommen, die eben von dieser Familie oder so stammen oder diese Verwandtschaftsgrade haben, dann würde das auch dazu beitragen, dass die Menschen dort ein bisschen mehr Durchblick kriegen. Ne? Aber viele sind so dermaßen, gerade in den USA, beeinträchtigt durch die ganzen Gifte, die schon ausgebracht wurden, vor allen Dingen das fluoridisierte Wasser, was ja ein Gift ist, was also die Wahrnehmungskraft und die Widerstandskraft der Menschen so dermaßen schwächt. Verbindung mit Chemtrails, die dort natürlich jeden Tag genauso auf uns runterkommen. Hier gestern zum Beispiel habe ich das hier gesehen bei mir, mit alles voll. War eigentlich ein schöner, aufgelockerter, blauer Himmel und dann zogen sie rüber da mit Karos, Quadraten, Kreuzen und ich habe mich auch wieder gefragt hier, Mensch, warum gucken die Leute nicht nach oben? Und der, mit dem ich da unterwegs war, sagte, ja, die gucken halt einfach nicht. Die sind so, die gucken nur noch nach unten. Die sind so erdrückt von ihren angsteinflößenden Drangsalierungsmaßnahmen der sogenannten Behörden. Ja, die alle werden sie jetzt vom Gerichtsvollzieher gejagt. Ne, schon weil sie irgendwie 20 Euro nicht mehr bezahlen können. Dass sie gar nicht mehr wagen, nach oben zu gucken, sondern sich einfach nur noch tiefer in den Asphalt mit ihren Blicken hineinbohren, weil sie denken, dann kann ihnen nicht so viel passieren. Ja. Oh Mann, ey. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Hier steht schon einer, hier schweigende Mehrheit wartet auf den Rufer, jawohl. Und wir müssen unseren Mitmenschen mit Seelen helfen, dass sie diesen Schritt machen, weil es ist für uns alle gut. Wir werden am meisten davon profitieren, wenn andere mitmachen. Was habe ich auch gestern in irgendeinem Gespräch gesagt? Mensch, mit der GEMA, wenn ihr da nicht alle aufsteht hier, dann ist der Laden zu nächstes Jahr. Ne? Also so ein Club oder so, ja. Dann macht der zu. Und wenn wir so lange warten, wenn ihr so lange wartet, dann wird es schmerzhaft. Dann wird es immer schmerzhafter. Ja? Und dann werden die Leutchen auch vor allen Dingen böse. Was das hier bedeutet, wenn Leute böse werden, dann gibt es unkontrollierte Gewaltausbrüche. Und das ist etwas, auf das die Dims ja pochen und warten. Weil dann können sie ihre überlegenen Waffen zücken und ihre Vernichtungsfeldzüge machen, uns komplett entrechten und so weiter. Das muss eigentlich nicht sein. Ja? Okay. So ist das halt, ne? Tja. Ja, okay. Wir haben jetzt hier auch schon einige Kommentare sogar schon hier auf Englisch, ne? Die warten, die scharren schon hier in den Füßen, mit den Füßen, ne? Nicht in den Füßen, in den Schuhen, mit den Füßen. Die wollen jetzt bald mal was auf Englisch hören hier. Was soll ich denen erzählen? Gleich in meiner halben Stunde vielleicht so eine kleine Zusammenfassung, ne? Gucken wir mal, ne? Ah je, yeah. Und ja, absolut, was hier los ist, der absolute Wahnsinn in unserer Welt. Aber das ist ja auch das Schöne, weil das bedeutet ja auch, dass wir die Chance haben, hier mitzuwirken, etwas Gewaltiges zu verändern, eine bessere Schöpfungsarbeit, woran wir beteiligt sein können, kann man sich doch gar nicht vorstellen. Das ist doch besser als eine Wand zu mauern aus Backsteinen. Sondern wir können wirklich Weltbewegendes hier mit einbringen, sogar interdimensional tätig werden. Mann, wir sind interdimensionale friedliche Krieger. Das ist ja schon fast Star Wars. Ne?
Jetzt machen wir unsere eigene Star Wars Geschichte. Ne? Alles möglich, oder? Eieieiei. Hier, da schreibt einer, ich überlege mir schon länger einen Verein für kleine und mittelständische Betriebe zu gründen, wo alle sich gegenseitig helfen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Zumindest die Domain habe ich mir schon registrieren lassen. Nee, die musst du nicht verkaufen. Das musst du machen. Ist doch eine gute Idee. Und zwar einfach gemeinnützig, ja, sich gegenseitig zu unterstützen, sich zu treffen. Das muss nichts Großkommerzielles sein. Da muss man auch nicht, was weiß ich, Kohle abfordern, sondern einfach sagen, hier komm, ne? Lass uns einfach mal zusammensitzen, überlegen, wie wir uns selbst retten und helfen können. Ein Selbsthilfeverein gründen. Ne? Sowas zum Beispiel. Okay, klasse Idee. Denke, da muss man, auf dieser Basis muss man weiterarbeiten. Alles ausschöpfen, was friedlich möglich ist, das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Nicht auf die Straße zu gehen und sich verkloppen zu lassen. Ne? Oder? Hier kommt noch was rein, Mensch. Nur was noch zu sagen wäre, hallo Detlef, was ist eine Seele? Das Wort Seele ist die wörtliche Kindlichkeitsform von einem Teil des Sees. Der Schöpfer ist die See, die Seele ist ein Teil davon, jeder ist ein Teil des Schöpfers, jede Seele ist ein Teil des Schöpfers. Jawohl, das ist richtig, so sehe ich es eigentlich auch. Das ist eine gute Definition. Ne? Okay, Leutchen, es ist wirklich an der Zeit, dass wir was machen. Das ist der Aufruf von heute. Mitmachen in unserer Initiative. Aufruf an alle friedlichen Krieger. Auf Englisch. Calling Peaceful Warriors. Ja, damit wir hier ein bisschen was bewegen. Denn das ist unsere Aufgabe. Sonst wären wir hier nicht in unserem Aufklärungskrieg. Informationskrieg. Wir wissen ja, die Kriege, die werden eben nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen, wie uns das immer so erzählt wird mit den tollen Panzern und Waffen und dies und was die alles haben und knattern da herum mit ihren Maschinengewehren, verbreiten nur Angst und Schrecken und Terror und was weiß ich und zerstören die Frequenzen, die da überall herumlaufen. Nein, wir müssen eine höhere Frequenz verwenden, die Informationen, die guten Informationen, das Positive, die Liebe zu verbreiten, dann haben wir die Chance, sie fertig zu machen mit unseren eigenen Waffen, mit den Frequenzwaffen, die wir haben. Das sind die friedlichen. Und die sind stärker als alles andere. Und in dieser Überzeugung müssen wir unseren Kampf ausfechten, so friedlich, wie es geht. Weil Friedlichkeit ist ja das, was überzeugt, ne? Nicht, wenn du dem einen in die Fresse haust oder was, dann denken alle, hoch, was ist das für ein Neuner, ne? Ja, aber wenn du jemanden friedlich überzeugen kannst von etwas Besserem, wenn du jemanden auf die richtige Seite ziehen kannst, durch Gespräche, durch Handlungen, dann ist das etwas, was bemerkenswert ist und in den Köpfen der Leute verbleibt. Ja. Jo, Mensch, mein lieber Freund hier, du. Was hier? Graswurzelbewegung, jawohl, wir sind eine Graswurzelbewegung, aber das Gras ist jetzt überall schon am Wuchern, das übernimmt überhand. Das Gras wächst sogar schon über den Asphalt rüber, Mensch, hier über die Autos, über die Häuser. Das ist Frequenz. Ja. Ah. Und hier schreibt einer, die haben alle schon nasse Windeln. Okay, ja, ist klar. Nee, die haben Angst davor, das ist gar keine Frage. Und deswegen eben reagieren sie so wie hier beispielsweise bei mir, dass sie einen überfallen und irgendwelche Trupps hier zuschicken oder was weiß ich. Schauen wir mal. Ja, okay, Leutchen. Wir machen jetzt mal eine kurze, kleine Unterbrechung und ich mache dann gleich weiter auf Englisch und fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Für gleich, okay. Und dann geht's munter weiter im Programm. Nämlich heute haben wir noch ganz viel vor. Das geht bis in die Nacht. Hoffe, ihr bleibt da auch alle hier am Ball. Mensch, das ist hochspannend hier im Englischen mit tollen Gästen und Gastgebern rund um die Welt. Also,
Wir sehen uns, der Detlef vom Wake News Radio und United We Strike, United We Win Radio Marathon ist heiß am Kochen. Also bis gleich, der Detlef von Wake News Radio. Für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mit der europäischen Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.